Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute bei Hove Sim Racing am Start bei der Sprintserie, die zweite Season. Ja, geht so langsam zu Ende, muss man sagen. 10 Rennen haben wir ja. Heute sind wir bei Rennen Nummer 8. Wir sind im Olden Park unterwegs. Hinter mir seht ihr schon, da geht es gerade entlang des Sees hier auf der linken Seite. Und ja, wieder sehr, sehr gut besucht heute. Wir haben, lass mich schauen, 33 GT3s heute auf der Strecke. Eine Strecke, die nicht sonderlich ja, breit ist, sehr, sehr hubbelig. Also ich denke, da kriegen wir richtig gut Action heute. Bin mal gespannt, was da so geht. Unsere ja, Titelaspiranten, sage ich mal, müssen auch heute mit dabei sein. Lukas Bergold und Stefan Monz in erster Linie. Also da kriegen wir heute mal schauen. Vielleicht nochmal ein richtiges, direktes Battle zwischen den beiden. Jetzt im Moment läuft das Qualifying und da gehen wir direkt mal auf die Strecke. So, Chat auch natürlich, alle da sind. Andy, der guckt hier gleich mehrere Streams gleichzeitig. Der Joe ist dabei, hier auch schon ganz heiß. Der Topsy dabei, moin moin. Schön, dass ihr auch ja, den Weg hergefunden habt. Weiß nicht, ja, wen er hier vielleicht anfeuert oder auch nicht. Wir gucken jetzt mal ein bisschen durch die Fahrzeuge. Hier sind wir schon, ja, bei der niedrigsten Nummer. Gehen wir in die Perspektive rein. Pierre Brückner sehen wir gerade. Das ist hier der Aston Martin mit der Nummer 4. Ja, und das ist auch der Führende der Bronzeklasse. Wir haben ja drei Klassen, Gold, Silber und Bronze. Fahren jeweils in ihren eigenen Wertungen. Und es gibt noch eine Wertung overall quasi über alle Klassen. Und hier haben wir den Führenden sozusagen der Bronzeklasse. Das ist also sein, ja, Ziel, denke ich mal, den Sieg auch zu holen. Scheint auch gar nicht so schlecht dabei zu sein. Können wir kurz gucken. Insgesamt, ja, so immer Top 20 mindestens, sogar mal Top 10 dabei gewesen. Also auch hier gegen den ein oder anderen Silberfahrer kann er durchaus bestehen hier. Also den haben wir dabei. Dann gehen wir mal weiter zur Nummer 5. Das ist Peter Buchholz. Der ist hier auch in der Bronzeklasse unterwegs. Der BMW mit der Nummer 5, Soapbox Racing. Mal sehen, hat er schon eine Zeit gesetzt. Nee, ist gerade dabei hier und geht jetzt erstmal auf die siebte Position. Daniel Andersen haben wir vorne auf der 1 mit einer 33,762. Temperaturen, Wetter sieht eigentlich ganz gut aus. Ziemlich bewölkt hier. Mal gucken, ob es noch regnet oder ob es trocken bleibt. Ansonsten haben wir Lukas Bergold gerade noch auf der 2. Kevin Jung auf der 3. Kipfer auf der 4 sehen wir. Stefan Monz, ja, der erste Rivale für Lukas Bergold in der Bronzeklasse, in der Goldklasse natürlich und in Gesamtwertung auf der 5. Position. Wir gehen mal weiter zu Daniel Arning. Das ist der Ferrari hier, gerade in der Schikane. Ja, der Reifenstapel steht da tatsächlich noch. Wird nicht ewig so bleiben. Können wir fest von ausgehen, dass der da weggefahren wird. Sehen wir hier, ja, im alten Ferrari noch. Also auch noch ein paar alte, ja, Fahrzeuge hier in der Liga dabei. Er im Motorsport, während Daniel Andersen nochmal eine 1,33,440 gesetzt hat. Ja, hier geht's gerade durch die Doppel links. Über so einen kleinen Hügel rüber sehen wir hier. Das ist auch, ja, ganz spannend manchmal, wenn der Heck dann, das Heck doch mal kommt. Oder auch ein Zweikampf, wenn es da zu zweit durchgeht. Kann das mal, ja, gut gehen oder auch nicht. Remo Kipfer sehen wir als nächstes durch die Doppel rechts fahren. Panther GT Racing, die Nummer 14, sehen wir hier auf der 8. Position diese Runde. Keine Verbesserung. Also jetzt hat er nochmal, ja, ein bisschen Zeit hier, 14 Minuten eine Zeit zu setzen. Nick Lehfeld haben wir hier aktuell auf der 19 mit einer deutlichen Verbesserung. 0,8 Sekunden hat er im Delta. Die hat er nochmal gefunden hier. Schauen wir mal, wo die Reise da jetzt hingeht. Auf die 10, also 9 Positionen, jetzt 8 Positionen sich verbessert. Also Top 10, denke ich mal, auf ihn auch noch in Reichweite. Schauen wir mal, Jeff Evers jetzt im Moment auf der 1,33,415, 25.000 gerade mal vor Daniel Andersen. Aber wir sehen, die sind alle noch mal auf noch schnelleren Runden unterwegs. Da gucken wir dann mal, ja, in einer Viertelstunde, wo die sich alle platzieren. Dann haben wir Daniel Hofmann auf der 23 im Moment, jetzt auf die 21 vorgerückt. Der Audi-Pilot von Hove Sim Racing. Ihr erste Kurbel relativ später Apex. Hier kann man doch ganz gut rausfahren eigentlich, nicht zu weit. Sonst holt man sich mal einen Trackcut. Und dann hier die Rechtskurve, Anbremszone, geht auch über eine dicke, dicke Bodenwelle. Also da kann das Auto mal schön versetzen. Und ja, es wird dann relativ ungemütlich hier in der langen Linkskurve. Keine einfache Strecke. Jeff Evers haben wir dabei, jetzt ja auf der 1, wie gesagt, mit 0,2 Sekunden nochmal im Gepäck. 0,3 holt da nochmal was raus. Andersen gerade über die Linie. 32,912, die erste 32er Zeit. Und Evers, der verbessert sich anscheinend doch nicht. Also hier bleibt er erstmal auf der 2. Position. Wie viele Daniels dabei sind? Wahrscheinlich viele. Schauen wir gleich mal. Und Jack. Ich gehe gerade alle Autos durch. Deswegen denke ich mal, dass wir noch zu Jack kommen. Nehme ich mal an.
Wir gehen mal weiter zu Chris Haya. Der ist nämlich hier auf der 12. Position im Honda HyperX Racing Luxemburg 2, wenn es denn noch stimmt. Ich glaube, bei irgendeinem hat es nicht mehr gestimmt letztes Mal. Jetzt geht es auf die 8. Position. 1,6 Sekunden hat er Rückstand. Alle sehen da vorne die ersten 1-2 Autos ein bisschen abgesetzt. Ab Platz 3 schon 0,7 Sekunden Rückstand. Ja, schauen wir mal, Stefan Mons, ob der nochmal da nachziehen kann. Boris Berggold nur auf der 8. Position im Moment mit seinem Ferrari. Ja, gucken wir mal, was er nochmal rausholen kann hier. Dann kommen wir mal zu Stefan Mons. Da ist er mit der Nummer 33, jetzt frisch aus der Box, der hier Zweiter in der Gesamtwertung ist. Ja, sich mit Lukas Berggold quasi fast immer, muss man sagen, die den ersten Platz hin und her geschoben hat. Immer abwechselnd, abgesehen von Rennen Nummer 5 auf dem Hungaroring. Da hat Daniel Andersen, der hier gerade auf der 1 ist, sich den Sieg geholt. Sonst ging der Sieg immer an ihn oder an Lukas Berggold. Dementsprechend die beiden auch auf den ersten beiden Positionen in der Gesamtwertung, die wir uns nachher natürlich doch mal in Ruhe anschauen. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen weiter zur 35. Zur Box Racing haben wir noch mal dabei. Hier der Friedrich Pfaffenroth ist das im Porsche auf der 30. Also da hat er noch ein paar Autos hinter sich bringen können im Moment. Falk Moritz gerade letzte Kurve ist aber leider auch schon ungültig auf der 7. Position. Schauen wir mal, was der BMW-Pilot noch so auf die Strecke bringt hier. Dann gehen wir weiter zu Jakob Hausinger, DOD Racing. Sehen wir mit der Nummer 47 auf der 14. Auch die Runde keine Verbesserung. Mal gucken. Ja, braucht noch ein bisschen was, um mal deutlich weiter nach vorne zu kommen. Top 10 dann 3 Zehntel weg. Ich denke, das könnte vielleicht noch machbar sein. Wir sehen hier schon erste Kurve. War noch was da drin. Bisschen zu schnell allerdings war es dann doch. Und da rutscht er raus und schon ist die Runde ungültig. Dann haben wir Daniel Andersen gerade schon erwähnt auf der ersten Position. 32,9, die einzige 32er. Scheint sich nochmal bereit zu machen. Hat hier ganz, ganz vorne die Box. Also kann hier relativ zügig aus Gas gehen. Denn die Anwand, der probiert nochmal kurz, ob die Wand da rechts auch heil ist. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Auf der 18. Position, der wird sich auch nochmal sicherlich auf den Weg machen heute. Detlef Keep, Huwe Sim Racing, sehen wir im Honda. Sehen wir hier mit der 67, Platz 12, 0,3 Sekunden. Jetzt geht es hier Richtung dieser eigentlich sehr, sehr coolen Schikane. Kann man doch sehr viel Curb mitnehmen. Ja, manche lassen hier den ersten Curb ein bisschen aus. Nicht einfach die Schikane, aber ganz, ganz wichtig, da rauszukommen, um hier auf der Geraden vielleicht mal anzugreifen. Dann Richtung nächster Schikane. Ja, wir sehen da hinten auch, man kann auch hier ohne Schikanen fahren, die ganze Geschichte. Aber wir fahren hier in der SAO-Serie quasi. Offiziell ja die mit den Schikanen. Gibt auch eine deutlich, deutlich schnellere Variante. Aber ja, ich finde die Strecke sehr gut. Ist nicht einfach, sehr bumpy, muss man sagen. Aber wenn man dann erstmal einen Dreh raus hat, kann man sie doch sehr, sehr schön fahren. Hat viel zu tun, muss man sagen. Relativ anstrengend. Vor allem, wenn das Auto ein bisschen härter abgestimmt ist vielleicht. Aber ja, auf jeden Fall eine Strecke, die man fahren kann. So, hier haben wir einen Honda. Ja, ein Honda in Flammen, hätte ich fast gesagt. Auf der 29, Alex Cruz ist das, 0,4 Sekunden. Jetzt hier gerade Richtung der Haarnadelkurve unterwegs. Auch eine sehr interessante Kurve. Hier sehen wir es. Ausgang muss man ein bisschen aufpassen, nicht zu früh auf dem Gas zu sein. Die Curbs da außen, ja, doch relativ hoppelig, muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle. Muss man schon wissen, wo man rüberfährt und wo nicht. Ah, hier hätte auch noch ein bisschen mehr cutten können vielleicht. Mal gucken, 29. ist er. So, dann haben wir Alex Langhorst vielmehr. Sehen wir hier im Honda. Ja, mit der 72. Schauen wir mal, wo geht die Reise dahin. Aktuell auf der 24. Aber geht auch noch einiges. Wir sehen gerade 2021 zeitgleich. 2,365 Sekunden nach ganz vorne. Also da könnte die Reise für ihn auch nochmal hingehen. Schauen wir mal hier. Jetzt gleich die Hälfte der ersten oder dieser Runde ungefähr hinter sich gebracht. Und hat schon wieder 0,4 Sekunden gefunden. Also da steckt noch einiges auf jeden Fall an Potenzial. Daniel Payer haben wir dann im BMW für Suicide Crew. Der BMW hier in Pink erkennen wir immer ganz gut. Gerade Richtung letzte Kurve. Da geht es auch nochmal richtig schön hoch und wieder runter und wieder hoch. Da wurden auch schon die Pöller ein bisschen runtergefahren und weggefahren. Ja, hier jetzt keine eklatante Verbesserung positionstechnisch. Ja, schon gar nicht, muss man sagen. Da fehlt ja über eine halbe Sekunde zu Alex Cruz. Dann haben wir Matthias Wegger natürlich auch am Start für Huwe Sim Racing. Wie gewohnt im 76er Audi. Ja, wo ist er jetzt? Auf der 12. Position. Ja, immer wieder gut für Top-10-Platzierung auf jeden Fall. Also so erstes Drittel kann er durchaus fahren. Schauen wir mal hier. Fehlen jetzt aber noch gute fast 3 Zehntel, muss man sagen. Auf die 11. Position haben wir doch schon eine etwas größere Lücke. Genauso wie vorne, ja, zwischen 1 und 2, 3 Zehntel. Kevin Jung nochmal rangefahren. Und dann Pierre Brückner auf der 4. Eine ganz, ganz starke 4. Position. Nochmal 3 Zehntel dahinter.
Thomas Scheffert sehen wir hier auf der 26, Soapbox Racing. Da macht sich nochmal ein Aston Martin auf den Weg. Mal gucken, ob er nochmal rausfährt. Bisschen Zeit ist ja noch. Gehen wir weiter zu Michael H., Freibeuter Racing Team. Sehen wir hier natürlich im Lamborghini. Mal sehen, beste Zeit 1:35.507. Letzte Runde Zehntel schneller gewesen, aber ungültig, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ja, auch diese Runde noch keine gültige Runde. Muss jetzt erstmal gucken. Lukas Bergholz sehen wir da unten gerade den Ferrari, den Führenden in der Gesamtwertung. Dass er da vielleicht ein bisschen Platz lässt, beziehungsweise fährt ohnehin in die Box rein. Wird sie nochmal frische Reifen holen. Und dann, ja, hier hoffentlich der Boxen, die Boxeneinfahrt gut funktioniert. Sah ganz gut aus, relativ spät auf der Bremse. Aber auch da will man natürlich ein bisschen Zeit gut machen dann im Rennen. So, Jason Götz, der picknickt hier gerade mal ein bisschen. Styropor dahin auch ein bisschen weggefahren. Weiß nicht, ob er das war. Aber auf jeden Fall haben wir hier auch einen Nexus mit dabei. Das ist auch sehr schön zu sehen. Weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist. Ja, Fuchs Racing hier, Jason Götz mit der 97, Platz 19. Also so im Mittelfeld gerade beheimatet. So, Marussana hat nur darauf gewartet, dass wir raufgehen. Jetzt besetzt er sich hier, oder setzt er sich gerade in Bewegung, der BMW mit der 169 HQ TH Sim Racing. 1:34, was ist er gefahren? 34.997. Ja, war seine schnellste Runde bis jetzt. Aktuell reicht das hier für die 16. Position. Gucken wir mal hier auch in der Bronzeklasse am Start. Genauso wie der Kollege hier, Marius Kleine Kalmar. Den gleich mit der 199, 28. Position. Ja, zwei Zehntel dabei. Zwei Zehntel würde Platz 26 im Moment bedeuten. Aber ist auch noch gerade hier bei der Hälfte. Oh, da geht einer komplett geradeaus. Da sehen wir es. Weiß gar nicht, war das Arning eventuell. Ja, das wird beim Start sehr, sehr lustig werden. Oder auch nicht, je nachdem. Die Reifen sind noch nicht so ganz da in der Startphase natürlich. Und wenn du da an diesem Linksknick ein bisschen zu weit rauskommst, dann kommst du aufs Gas, da geht's geradeaus und da ist eigentlich nur noch Wand. Also da ist das Auto dann meistens auch dahin. Also lieber ein bisschen zurückstecken da an der Stelle, erstmal hinterherfahren und dann kann man vielleicht später mal angreifen. Hat mir, glaube ich, das gestern gesehen, im anderen Rennen. So, wen haben wir noch dabei? Sandro Conradi sehen wir hier für Wippermann Racing in der Box mit der 333, Position 33 im BMW M4. Also letzte Position. Hat ja schon eine Zeit, glaube ich, gesetzt, aber ja noch keine jetzt ernstzunehmende, wie man sieht. 30 Sekunden, ich denke, da ist er auch noch ein bisschen schneller. Sollte da noch rankommen, wenn er nochmal rausfahren sollte. So, da ist er, Lukas Bergholt mit der 501 Racing Quest. Der Ferrari hier auch gerade in dieser langen Linkskurve. Mal sehen, 0,1 Sekunde dabei. Ja, zumindest mal vor Stefan Mons. Das wird sein größtes Ziel sein. Wenn die anderen vor ihm bleiben, ist das nicht ganz so wild. So viele Rennen fahren wir ja nicht mehr. Und ja, der Punkteabstand ist doch relativ groß, muss man sagen, zu den nächsten Kollegen. Auf der dritten, vierten Position in der Gesamtwertung. Gucken wir nachher nochmal rein. Also, sein Ziel wird sein, Stefan Mons hinter sich zu halten. Im Moment hier im Qualifying gelingt. Stefan Mons ist auch gerade in der Box. Und dann, ja, hat er die Meisterschaft dann in, ja, sechs Wochen. Sechs Wochen? Ne, in vier Wochen. Heute in zwei Wochen und dann nochmal zwei Wochen. Ja, in vier Wochen dann sicher. So, Helder Guerra gerade übersprungen hier fast. Sehen wir mit der 555. Jawohl, da ist er, der Audi, der Luxemburger auf der 16. Position. Dann haben wir noch Wolfgang Busch, ein weiterer Honda Gentleman Driver. 568 ist seine Nummer. Geht jetzt hier in eine weitere Runde. 5 Minuten hat er noch Zeit, sich hier noch weiter in die Top 20 zu fahren. Denke mal, Potenzial ist noch da. Also in der nächsten Position alle nur mal so eine Zehntel weg. Sie sind 2-3 Positionen. Also nochmal ein, zwei Kurven gut bekommen. Dann geht es doch mal weiter nach vorne. Ich denke mal, auf dieser Strecke ist das doch gar nicht mal verkehrt, hier möglichst weit vorne zu starten. Denn überholen ist hier wirklich nicht einfach, wie auf den meisten englischen Strecken. Hier kannst du aber sehr, sehr gut den Gegnern einen Fehler reintreiben. Hier die Linkskurve hatte ich schon erwähnt, auch hier die Haarnadelkurve, wenn man mal überschießt, dann kann man sich vielleicht mal auf die Innenseite setzen. Auch in die Schikane natürlich kannst du immer wieder antäuschen und hoffen, dass sich da mal eine Lücke bildet. So, Wolfgang Busch haben wir jetzt auf der 18, jawohl. Dann haben wir Jan Butt hier für Drone Warrior Racing mit der 666 im BMW M6 müsste das sein. Einer der ganz, ganz, ganz wenigen Menschen, die den noch fahren. Mal gucken, ja, wie er klarkommt nach dem Patch hier mit dem M6. Auf der 16. Position auf jeden Fall mittendrin im Geschehen. Ist hier in der Silberwertung unterwegs. Dann haben wir noch ein Audi. Das ist Kevin Hassler mit der 712. Ein Bronzepilot. Platz 26 diese Runde. Ja, plus minus null, mehr oder weniger. Keine Verbesserung. Ja, ganz leicht 2000 waren es, glaube ich. Also hat hier seine Zeit zumindest mal bestätigt. Was ja auch nicht verkehrt ist, wenn man weiß, dass das jetzt kein One-Lap-Wonder war, den man da hingelegt hat.
Dirk Nees wird bei Mann Racing nochmal in der Box, auch noch mit keiner richtig wirklichen Zeit, würde ich mal fast behaupten. 10 Sekunden Rückstand, 6 Sekunden auf die nächsten Positionen. Mal sehen, ob er nochmal rausfährt. Wenn, dann sollte er das jetzt so langsam tun. Schauen wir mal. In der Box steht René Moldenhauer auf der 12. Position. Ja, der könnte vielleicht schon fertig sein. Hier der Motorsportpilot im Aston Martin. 12. Position. Vielleicht denkt er sich, ah, viel mehr geht nicht, denn wir sehen schon, die Top 10 sind dann noch nochmal 3 Zehntel locker weg. 3,5 Zehntel. Also das ist noch ein gutes Stück. Und Kevin Jung auf der 3. Position. Ich glaube, der fährt auch nicht mehr raus. Projekt Nuke Racing. 943. Hier auf einer sehr, sehr starken, ja, 3. Position als Silberpilot. Also, das sind sie, die ganzen 33 Piloten heute. Ja, eigentlich immer ganz gut besucht bei Howe Sim Racing. Hatten auch schon mal über 40 Fahrzeuge heute. Ja, nicht ganz so viele. Ein paar haben abgesagt. 7 Stück oder so, glaube ich, hatte ich gesehen. Ein paar haben sich heute, ja, nicht zur Teilnahme geäußert. Scheinen dementsprechend auch nicht dabei zu sein. Aber denke, die eine Stunde nachher wird sehr, sehr interessant werden. Und bin auch wirklich gespannt, ob wir da zwischen Stefan Mons und Lukas Bergold, ja, vielleicht einen Zweikampf sehen. Pierre Brückner im Moment auf der 5 zwischen den beiden. Aber es wird die beiden nicht stören. Die werden das schon versuchen, jeweils den Gegner zu überholen. So, Ewerts sehen wir gerade noch auf den letzten Metern dieser Runde jedenfalls. Gucken wir mal, 1 Zehntel. Also ein bisschen rangekommen ist er nochmal an Daniel Andersen. Der ist in der Box. Der wird wohl nicht mehr rausfahren. Kevin Jung, also der hat hier, ja, gerade richtig gute Chancen nochmal, sich die erste Position zu holen. Er nähert sich weiter an. Genau 1 Zehntel rausgeholt hier. 2 Zehntel hat er noch Rückstand. 2 Runden hat er auf jeden Fall noch Zeit. Dann gehen wir mal weiter zu Stefan Mons. Ah, der hat was im Delta, aber auch Verkehr vor sich. Und ja, der Ferrari vor ihm, er im Motorsport müsste das sein, da der ist auch auf einer gezeiteten Runde, auf einer gültigen. Also der wird da jetzt nicht unbedingt Platz machen. Na doch, ist vielleicht auf keiner guten Runde. Aber trotzdem hat das für Stefan Mons vielleicht so ein bisschen, oder hat ihm ein bisschen Zeit gekostet hier. Gucken wir mal, 1 Zehntel bringt er nochmal mit. Lukas Bergold sehen wir da ganz, ganz hinten. Der geht gleich auch nochmal auf 1 letzte Runde. Ja, Stefan Mons jetzt nochmal 1 zurückgefallen. Ja, mal sehen, der kann sich aber mit 1 Zehntel, wenn er sie dann noch über die Linie bringt, hat er leider wieder verloren. Letzte Kurve, nochmal ein Stück nach vorne gehen. Ja, zumindest den Danny Anwand hat er sich nochmal holen können. Also da geht es auch nochmal auf 1 letzte Runde. Wolfgang Busch gerade hier in der Schikane mit den doch relativ hohen Curbs, die man aber ganz gut mitnehmen kann tatsächlich. Aber ein bisschen Off-Track da. Aber sollte keine Zeit gekostet haben. Jetzt geht es hier wieder in den Berg hinunter. Styropor da unten steht tatsächlich noch. Ja, mal gucken, wie lange es da am Rennen stehen bleibt. So, ich gucke kurz nochmal, wer ist noch unterwegs. Gar nicht mehr so viele. Daniel Arning nochmal 1 Zehntel dabei. Busch sehen wir gerade. Veiten Moritz leider auf der 9 gerade ungültig gemacht. Remo Kipfer nochmal auf 1 Runde gegangen. Ja, also da müssen wir noch ein, zwei Minütchen warten, bis wir da tatsächlich das Endergebnis bekommen. Und dann, ja, schauen wir mal, was das auch für die Gesamtwertung vielleicht so ein bisschen bedeutet, wer da jetzt wem nochmal Punkte abluchsen kann. René Andersen heute wieder gute Chancen, ja, sich zumindest mal wieder einen Sieg zu holen. Während jetzt Wolfgang Busch hier auf der 15. Position über die Linie geht. Er kann sogar noch 1 Runde drehen. Wir sehen es hier, 15 Sekunden noch auf der Uhr. Daniel Arning, das dürfte seine 1 letzte Runde sein. Jawohl, mal gucken. Was hat er jetzt? 0,4. Also der hat noch nicht die perfekte Runde getroffen bis jetzt. 2,2 Sekunden hätte er Rückstand. Also ja, 2, 3 Positionen würde noch nach vorne gehen. Wird er sicherlich begrüßen. Gucken wir mal, letzte Kurve kann man auch nochmal ganz, ganz viel vergeigen. Da über die Kuppe wird natürlich das Heck auch mal leicht. Wenn man zu früh aus Gas geht, dann rutscht man hier weg. Und dann ist das auch schon wieder, ja, alles weg, was man da rausgefahren hat eventuell. Aber nicht bei Daniel. Der holt hier die 4 Zehntel mit ins Ziel. Damit hier auf der 23 wird er sehr wahrscheinlich starten. Davor, dahinter passiert nicht mehr so viel. Helder Guerra ist nochmal am Start. Das ist übrigens der Führende der Silberklasse. Insgesamt 5. sogar. Also so gesehen, glaube ich, könnte er auch Gold fahren. Ja, mal schauen. Und genau das hatte ich angesprochen. Da kam ihm leider das Heck und damit ist das, ja, keine gültige oder keine gute Runde mehr. Hätte sicherlich noch mal ein paar Positionen machen können. So, Remo Kipfer, das war sehr weit draußen, ist aber noch gültig. Und da geht es jetzt auf Platz 4, 5, sowas die Richtung. Auf die 5. Position zwischen Bergold und Brückner. Also da bringt er noch mal die beiden, ja, Schreithähne um die Gesamtwertung. Nochmal ein Auto auseinander. Jeff Ewerts kommt nochmal über die Linie. Da wird es keine Riesenverbesserung geben. Gucken wir mal. Nee, war keine Verbesserung. Also Daniel Andersen wird auf der 1. Position starten. Und damit sollten wir eigentlich soweit alle durchhaben, zumindest was Verbesserung angeht. Jan Butt ist zwar noch auf einer gezeiteten Runde, plus minus 0. Also er hat nochmal eine Chance, hier in der letzten Kurve was rauszuholen.
Ach, mal gucken, was da noch jetzt geht, letzte Kurve. Wenn er die schon gut bekommen hat, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr viel gehen. Kommen wir nochmal schön raus beschleunigen. Aber da geht es wahrscheinlich direkt in die Box rein. Und damit, ja, war es das hier auch. Boxeneinfahrt sehr, sehr gerade rein. Also gucken wir mal, ob da auch mit den Pit-Limiter alles nachher funktioniert. Sonst holt man sich da mal eine Strafe. Auch Cuts sind hier durchaus ein Thema auf der Strecke. Also gucken wir mal, ob da noch ein paar Strafen dann reinkommen. Wir hoffen es natürlich nicht, weil in einer Stunde so eine DT holst du nicht unbedingt auf. Also das wirft dich gut zurück hier. So, jetzt warten wir kurz, bis es in die Startausstellung geht. Jeff Ebert rollt hier auch noch so ein bisschen rum. Machen wir ein bisschen die Strecke langsam inspizieren. Startet hier aber von einer sehr, sehr guten zweiten Position gleich. Also hat dann die Außenseite, wenn ich mich nicht täusche, linke Fahrbahnseite. Ja, erste Kurve geht erstmal rechts rum, da hätte er einen Nachteil, da kommt eine Linkskurve. Also das gleicht sich dann aus, wenn er daneben bleiben kann, hat er vielleicht Chancen auf der Geraden, sich den Daniel Andersen zu holen. Werden gleich schlauer sein, wenn es in die Startausstellung geht. Dann gucken wir gleich nochmal auf die Gesamtwertung. Und dann, ja, geht das gleich los. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Eine Strecke, die, ja, ich weiß nicht, manche mögen sie, glaube ich, wahrscheinlich nicht so unbedingt. Ist, wie gesagt, relativ anstrengend zu lernen, sage ich mal. Aber wenn man sie erstmal drauf hat, macht sie Spaß. So, packen wir das rein. Einen Boxenstopp machen wir ja auch. Gucken wir mal, hoffen wir mal, dass es auch bei allen bei einem Boxenstopp bleibt. So, dann gucken wir mal kurz auf die Wertung. Da ist sie. 7 Rennen haben wir hinter uns gebracht heute beim 8. Und hier sehen wir Lukas Berghold, Stefan Mons. Ja, die trennen da so ein paar Pünktchen. Und dann haben wir schon eine ziemlich große Lücke zu Chris Sayer, Patrick Schröter, Helder Guerra auf der 5. Der Führende der Silberklasse. Ganz, ganz stark hier auf der 5. insgesamt. Im Mittelfeld ist es natürlich noch ein bisschen enger als ganz vorne. Wie gesagt, die beiden holen sich da ja fast immer den Sieg. Immer auf dem Podium da eigentlich gewesen. So, Pierre Brückner auf der 14, der Führende bei den Bronzefahrern auch auf einer guten 14. Position. Also auch der kann da den Silberfahrern, dem einen oder anderen Goldfahrer vielleicht auch nochmal gefährlich werden. Zumindest punktetechnisch hier. Kommt natürlich darauf an, wie viel du gefahren bist. Wenn du schon, ja, ein paar schlechte Ergebnisse hattest oder nicht mitgefahren bist, dann bist du auch mal hinter jemanden, der eine Klasse unter dir sozusagen fährt. Ja, das sind die ersten 30, sind noch ein paar mehr eigentlich, aber hier sehen wir nur die ersten 30 und ja, auch fast alle da vorne mit dabei heute wieder. Anwand Arning, Guerra, Schröter, glaube ich, aber nicht dabei. Aber ja, Haya, Mons, Berghold haben wir schon gesehen. Also da wird sich auch noch mal ein bisschen was tun. Und ja, da wird man gucken, dass man sich die Punkte gegenseitig irgendwie wegnimmt. Und wir schauen mal jetzt in die Startausstellung rein. Also, Daniel Andersen haben wir auf der ersten Position natürlich, auf der Innenseite gleich hier der BMW. Genau daneben ist nämlich der Kollege von Jeff Ewerts hier, oder Jeff Ewerts hier, der Teamkollege von Daniel Andersen auf der zweiten Position. Dann haben wir Projekt New Racing mit Kevin Jung, nochmal ein BMW M4 auf der dritten Position. Lukas Berghold im Ferrari Racing Quest startet von der 4. Also, der hat da den Stefan Mons, ja, da hinten schräg sehen wir den schwarzen Porsche hinter sich erstmal. Wird natürlich alles dran setzen, noch hinter sich zu lassen. Remo Kipfer, der ist auf der 5. Position unterwegs. Panther GT Racing mit der Nummer 14, der Schweizer. Dann haben wir dahinter den deutschen Pierre Brückner, Sharks GT Racing. Also heute auch wieder richtig, richtig gute Chancen, in seiner Klasse Punkte gut zu machen und seine Führung da zu behaupten. Stefan Mons, HyperX Racing Luxemburg One. Und sein Ziel, ja, wird umgekehrt natürlich sein, Lukas Berghold einzuholen und zu überholen. Bin mal gespannt hier Innenseite. Vielleicht kann er da schon mal was ausrichten. Berghold ist natürlich nochmal eine Startreihe weiter. Aber wer weiß, ja, wie man sich da vielleicht nochmal trifft auf der Strecke. Haben ja doch den einen oder anderen schönen Zweikampf schon in dieser Season gehabt. Danny Anwand sehen wir auf der 8. Position. Panther GT Racing. Falk Moritz dahinter im BMW M4 mit der 46. Hat es auch noch in die Top 10 geschafft. Chris Haya hier, ja, auf der 10. Position. Also der auch nochmal deutlich nach vorne kommt, denke ich. Der war ja Dritter, Vierter Gesamtwertung. Dritter sogar, ja. Sein bestes Ergebnis war Fünfter, zweimal Fünfter im 5. und 6. Rennen. Also immer konstant in den Top 10 zwischen Platz 5 und Platz 9. Also der ist konstant dabei und dementsprechend, obwohl er noch nie auf dem Podium war oder so richtig dran war, trotzdem hier Dritter in der Gesamtwertung. So kann es natürlich auch gehen. Dann haben wir Detlef Kep, Hovesim Racing im Honda mit der 67, startet von Position Nummer 11. Dann der RM Motorsports Aston Martin von René Moldenhauer mit der 868, dahinter auf der 12. Dann der nicht einzige Lamborghini, aber das Team, das bei den Lamborghinis fährt, hier Freibeuter Racing Team. Nee, Klefeld auf der 13, der andere Lamborghini auf der 25. Die werden sich wahrscheinlich erstmal nicht direkt sehen auf der Strecke. Jason Goertz haben wir vorhin gesehen, abseits der Strecke, auf der Strecke
liest aber auch nicht so schlecht, wie wir hier sehen. Platz 14 konnte er sich hier holen. Der Silberfahrer für Fuchs Racing. Einzige Lexus heute, den wir hier sehen. Dann haben wir Wolfgang Busch auf der 15. Der ist für Gentleman Driver unterwegs. Auf der Innenseite gleich mit der 568. Dann Matthias Weckel hier ziemlich in der Mitte vom Feld. Auf der 16 für Hove Sim Racing. Auf der Außenseite gleich. Helder Guerra sehen wir auf der 17. Der Silberpilot, der Führende war das, genau, insgesamt Fünfter. Ah, da lief es noch nicht ganz optimal, weiß ich nicht. Platz 17, denke, da hat er sich noch mehr erhofft. Drücken wir die Daumen, dass er noch weiter nach vorne geht. Jan Butt, der M6 hier von Drone Warrior Racing mit der 666 auf Platz 18. Dahinter kommen nochmal zwei Markenkollegen, aber anderes Modell. Peter Buchholz unter anderem für Soapbox Racing und für HQT Hasim Racing. Marius Sana im M4. Dann der schöne Honda hier von Alex Langhorst, sehen wir auf der 21, vorne wird sich gleich in Bewegung gesetzt für die Einführungsrunde. Dann DOD Racing, Jakob Hausinger auf der 22. Position, Daniel Arning startet von der 23 hier, er im Motorsport, sein Kollege, Teamkollege ein bisschen weiter vorne im Aston Martin. Dann haben wir nochmal HyperX Racing. Ja, zwei, drei Autos hatten wir vorne schon, hier hinten aber auch vertreten. In Form oder in Person vielmehr von Marius Kleine Kalmar mit der 199 im Audi. Dann der zweite Lamborghini von Freibeuter Racing auf der 25, Michael Haaf. Daniel Hofmann, Hove Sim Racing auf der 26. Position. Alex Cruz startet hier mit seinem entflammten Honda auf der 27. Macht sich auf den Weg, genauso wie Thomas Scheffert. Soapbox Racing auf der 28. Kevin Hassler sehen wir in einem schwarzen Audi. Chucks GT Racing. Dahinter Friedrich Waffenroth auf der 30. Position. Hat noch drei BMWs hinter sich halten können hier. Mal gucken, ob er das im Rennen auch schafft. Für Soapbox Racing ist er auch unterwegs. Daniel Pay für Suicide Crowd auf der 31. Zwei Autos fehlen uns noch. Der BMW M4 von Dirk Nees. Wippermann Racing und sein Teamkollege Sandro Conradi startet hier von der 33. Ja, mit der 333. Ich glaube, die hatten keine großen, guten Zeiten gesetzt. Gucken wir mal, ja, was die dann gleich im Rennen veranstalten hier. Kuckuck, Süli und Moin Doktor. Marienchen, danke für den Follow. Und Göppel, dir danke auch für den Follow. Herzlich willkommen. So, dann geht's also los. 33 Fahrzeuge hier auf dem Ultenpark, im Ultenpark. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Drei BMWs haben wir vorne. Bergold, der Führende der Gesamtwertung, haben wir im Blick. Platz 7, Stefan Monz, der Zweite der Gesamtwertung. Der, ich glaube, einzige Porsche oder einer der wenigen Porsche jedenfalls heute mit dabei. Mal gucken, was die beiden machen. Aber wir haben es gesehen in der Gesamtwertung, auch in den anderen Klassen ist es noch sehr, sehr eng. Gesamtwertung in den Klassen selber. Drei Rennen sind wir noch oder haben wir noch vor uns. Heute Ultenpark. Paul Ricard dann in 2 Wochen und dann in 4 Wochen das Finale auf Suzuka. Also nochmal zwei richtig, ja, schöne Strecken, etwas längere Strecken. Eine, ja, mit einer sehr langen Geraden. Die andere, ja, hat auch die eine oder andere Gerade, aber auch sehr, sehr viele Kurven. Also da können wir wirklich gespannt sein, was wir dann da zu sehen bekommen. Wetter sieht an sich ganz gut aus. Wir starten aber am Vormittag, daher die Strecke auch auf, ja, grün. Also das muss man natürlich auch berücksichtigen, vor allem hier in der Startphase, dass das noch deutlich, deutlich rutschiger ist. Also wenn man denkt, das ist optimal, man geht in die Bremse, wird wahrscheinlich ein bisschen eng dann, vor allem hier im Verkehr. Also darauf auch achten hier. Wir gehen mal in die Heli-Perspektive und dann gucken wir mal, ja, was das hier wirklich ist. Geht gleich in die Zweierformation. Ich trinke nochmal einen Schluck und dann geht das gleich los. Ich weiß nicht, wo die 47 ist. Kann ich dir nicht sagen. Also, ach doch, da ist sie. Die ist ja dabei. Auf der 22. Sorry, ich dachte, du meintest, ob sie da ist überhaupt. Aber ist da auf der 22 der Jakob Hausinger. So. Dann sind wir mal gespannt. Ich hoffe, da hinten kommen auch alle um die Kurve. Die Linie, ja, kommt relativ mittig auf der Stadt-Zielgeraden. Hier rechts geht's in die Box. Boxenausfahrt sollte auch nicht so das große Problem sein. Das ist ja so halb auf die Ideallinie, sage ich mal. Da wird man sich aber einig werden. So, los geht's also. Rennen 8 hier bei Hovesim Racing im Sprintcup. Wir sehen Anderson, kann sich, ja, vorne halten. Ja, Edwards geht außen rum. Ich hatte es ja erwähnt. Wenn man sich da außen halten kann, dann hat man vielleicht einen kleinen Vorteil für die nächste Kurve. Die beiden Teamkollegen, wenn es sie denn sind, gehen jetzt hier
Side-by-Side, doch nicht. In die nächste Kurve rein. Anderson also vorne geblieben. Jeff Ewerts auf der 2. Dahinter scheint alles gut gegangen zu sein. Ganz hinten haben wir leichte Kontakte anscheinend gehabt. Aber keine größeren gelben Flaggen haben wir zumindest nicht mitbekommen. Hier sehen wir es auf der Geraden. Hinten hat es jetzt doch ein bisschen gekracht. Also da hat es jetzt irgendein getroffen. Müsste Arning gewesen sein. Da erwische ich ihn. Da ist er. Wir gucken mal kurz 20 Sekunden zurück, was da passiert ist. Das ist hier der Ferrari-Pilot. 10 Positionen hat er hier ja verloren. Gucken wir mal. Da hat er relativ viel Platz innen gelassen. Hat er vielleicht einen mitbekommen? Lässt sich ganz schwer sagen von hier. Ich bin mir nicht sicher, ob er da getroffen wurde. Auf jeden Fall dreht er sich da weg, geht leicht in die Wand rein und muss jetzt hier ganz, ganz viel ja, liegen lassen. Hustler jetzt hier auch mit einem Problem gar ja, in der Linkskurve wahrscheinlich zu weit rausgekommen, möchte ich mal sagen. 4 Positionen verloren und damit auch der letzten Aktiven unterwegs. Also da hat es jetzt ein, zwei Autos getroffen, aber der größte Teil des Feldes ist erstmal ins Rennen gekommen und Anderson hat sich auf der zweiten, auf der ersten Position natürlich gehalten, war da ja auch relativ unter Druck schon mal gleich die ersten ein, zwei Kurven, aber da ist man sich einig geworden, da wollte man jetzt kein unnötiges Risiko eingehen und jetzt hat man sich hier geordnet. Stefan Mons hat schon mal eine Position gewonnen, wo ist Lukas Berggold, der hat auch schon eine gewonnen, ist hier auf der dritten unterwegs, also der kann das Stefan Mons immer noch hinter sich halten, zwei Autos sogar noch dazwischen und jetzt heißt das hier, ja, mal gucken, ob man die BMWs da einholt, ob man die überholt, ob man da nicht aufgehalten wird. Sonst kommt Stefan Mons von hinten vielleicht an und greift ihn an. So, schauen wir hier bei Wolfgang Busch mal rein. Eine Position gewonnen. Ja klar, wenn da sich mal ein, zwei Autos abgelegt haben, da gewinnen natürlich die anderen wiederum. So, aber da alles gut. Wir gehen nochmal weiter durchs Feld. Daniel Pei geht schon in die Box rein. Ich gucke mal kurz nach. Oh, der hat sich eine DT schon eingefangen. Stand der falsch beim Start anscheinend. Oder war es irgendein Bug? Und jetzt geht hier einer ein bisschen weit. Waffenrot müsste das sein, der Porsche. Jetzt kommt er hier hoppelnd auf die Strecke zurück. Und da sehen wir, wie eng das davor ist. Die ganzen BMWs, da geht einer mal komplett weit. Oh, schießt er komplett über die Strecke rüber. Aber hat er keinen getroffen. Also da bist du auch froh. Das ist nämlich hier Konradi, dass du da keinen getroffen hast oder getroffen wirst. Also ganz, ganz heikle Situation. Hier zwei Positionen im Moment, aber trotzdem noch gewonnen. Dirk Nees war hier auch in dieser Gruppe unterwegs. Ja, 3 Positionen hat er jetzt hier gewonnen. So, Brückner. Ja, der ist ein leicht zurück hier, muss man sagen. Also einer der Autos, die hier ein bisschen was liegen lassen haben. Wir haben jetzt eine kleine Lücke zwischen 6 und 7. Stefan Mons, Danny Anfang waren gerade mal 2 Sekunden. Heb hier dran an Chris Haya. Der ist auf seiner Startposition geblieben. Wir gucken mal in die Position Deltas rein und da sehen wir, ja, gab doch Wechsel auf jeden Fall. Kämpfer gerade vorbeigekommen, Kevin Jung. Das müsste... genau, doppelrechts jetzt hier sein. Davor war er vorbeigekommen angeblich, laut Anzeige. Kipfer jetzt hier auf der 4. Eine Position gewonnen, Kevin Jung dementsprechend. Ja, 2 verloren sehen wir. Also vorne sind die Positionstausche etwas moderater als weiter hinten. Aber wir sehen auch da um die Top 10 rum. Da hat sich gar nicht viel getan. Noch ganz vorne hat sich nichts getan. So, Götz, gucken wir mal. Da geht Busch, glaube ich, ein Tickchen weit. Nicht schlimm. Dahinter jetzt Langhorst und Butch side by side. Wir gucken mal. Honda gegen M6. Der M6 hier auf der Außenseite. Ja, ob er sich dagegen halten oder gegen stemmen möchte, gucken wir mal. Nee, ordnet sich eher dahinter ein. Jetzt guckt er, ob er vielleicht mit mehr Schwung rauskommt. Der Honda musste sehr, sehr weit innen anfahren. Verliert natürlich etwas Geschwindigkeit. Da ja immer noch side by side ist, geht es hier über die Bodenwelle in die Linkskurve rein. Dahinter sehen wir auch noch Kleine Kalmer und Jakob Hausinger, der DOD-BMW. Genauso wie Marus Sana dahinter. Und ganz, ganz viele andere Fahrzeuge. Da schert auch schon mal ein Audi etwas aus. Mal gucken, ob der jetzt hier den Honda angreift. Na, reicht nicht ganz. Und da der DOD BMW musste auch aufpassen, nicht zu weit zu gehen. Hat sich also erstmal nichts getan an den Positionen. So, Wegge hier mit leichten Problemen. Wir schauen mal kurz. Ging da sehr, sehr weit. Einmal in die Prärie rein. Also für ihn läuft das Rennen gar nicht gut, muss man sagen. Der Audi-Pilot jetzt hier auf der 28 nur noch. 12 Positionsverluste zu verzeichnen. Also da hat er sich deutlich, deutlich mehr erhofft. Und ja, jetzt muss er erstmal wieder ans Feld ranfahren. Da hinten die Abstände noch ein Tick größer inzwischen. Daniel Pei, der war ja zur DT reingekommen. Ja, ist immerhin noch am Feld dran, sage ich mal, eine Sekunde. Der Kevin Hassler hat er direkt vor sich. Friedrich Pfaffenroth ist in der Box, genauso wie Sandro Konradi. So, wir gehen wieder nach vorne. Da, ja, werden die Lücken tatsächlich größer. Berggold kommt nicht ganz hinterher hier. Ja, weiß der Ferrari wahrscheinlich nicht das allerbeste Fahrzeug hier auf dieser recht engen Strecke. Ist auch noch der alte Ferrari, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich mit den ganzen Bodenwellen nicht ganz so einfach zu fahren. Daniel Anderson, Jeff Ewerts müsste jetzt die schnellste Runde gesetzt haben. Das ist nämlich eine 34,425. Ja, eine Hundertstel schneller als der BMW hier auf der ersten Position. Also, da hat sich erstmal geordnet. Mal gucken, ob Berggold jetzt hier eher verteidigen muss. Remo Kipfer noch dahinter eine Sekunde. Muss jetzt vielleicht mit Kevin Jung vorlieb nehmen. Der hat hier auch schon 2 Positionen verloren.
So, wir gehen zum M6 mal kurz. Der kämpft gerade gegen Guerra, hat ihn Kurve 1 überholen können, wie wir sehen. Und damit seinen zweiten Positionsgewinn geholt. Auf Platz 16 jetzt vorgerückt. Also gut unterwegs im Moment. Leichter Quersteher hier aus Kurve 2 raus. Ja, sollte nicht so das Problem sein. Wir haben 19 Grad, also die Reifen sollten nicht so schnell überhitzen. Strecke inzwischen auch schnell, wird auch nochmal auf optimal gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Also auch die schnellsten Runden werden noch unterboten werden mit der Zeit. Gehen wir mal zu Marius Kleine Kalmar, einer der großen Gewinner bis jetzt positionstechnisch. 5 Positionen nämlich nach vorne ging es da. Und der ist hier mitten in diesem Train, der ab Platz 14 beginnt und bis Platz 26 sich zieht. Also, da kann es nach vorne gehen, kann auch nach hinten gehen. Bin mal gespannt, ob Hausinger jetzt hier vielleicht angreift. Wir gucken mal hinten raus, Richtung Schikane wird es doch nichts werden. Hinten Hassler und Nees, glaube ich, gerade getauscht die Position. Kleine abtrünnige Gruppe haben wir ganz hinten. So, Reifenstapel steht hier auch noch. Hier, der Köpf sehr, sehr aggressiv, muss man sagen. Wir sehen hier, wie das Auto unruhig wird. Muss man wirklich mit Vorsicht genießen. So, jetzt nächste Kurve, auch immer super spannend. Wenn du da den Einlenkpunkt vermasselst, dann geht's nur noch links auf die Wiese. Und dann war es das auch erstmal. Dann kriegst du nicht mehr so schnell zurück die Karre auf die Strecke. Vorne in die weiteren oder neue schnellste Runden. 34,2 jetzt von Danny Andersen. So, Alex Cruz, auch 3 Positionen gewonnen auf der 24. Jagt hier gerade Michael Haaf. Der müsste auch nach vorne gekommen sein. Nur 2 Positionen. Nähert sich so ein bisschen seinen Teamkollegen an auf der 13. Also noch einige Autos zwischen. Aber hier der Lamborghini auf der 23. Der, ja, Silberpilot. Mal gucken, was er heute an Punkten mitnehmen kann. Aber Kleine Kalmar wird es interessant. Da rückt es gerade in der Gruppe etwas zusammen. Vorne wird es eher größer, der Abstand zwischen den ersten 3. Da sind wir jetzt bei 2 und 4 Sekunden jeweils. Also Bergold muss er wahrscheinlich eher gleich verteidigen. Da kommt nämlich alles bis Platz 13 in einem Train an. Also da gehen wir gleich mal hin. Und da, wie schon erwähnt vorhin, da geht es ein bisschen zu weit raus. Und der Honda, ja, der, wo ist er jetzt? Langhorst ist das nämlich. Oh, da muss, jetzt wollen die da nicht alle ausweichen. Eieiei, da sehen wir jetzt. Wir haben ordentlich Stau hier auf der, in der Kurve. Da bleibt mir schon die Spucke weg. Gucken nochmal vielleicht hier ins Replay rein. Warte. Da in die Heli-Perspektive wollte ich. Da sehen wir das Ganze nochmal ein bisschen besser. Da ist er nämlich hier in der Linkskurve zu weit rausgekommen. Und dahinter konnten nicht alle so ganz ausweichen. Mal sehen, wen es da jetzt alles getroffen hat. Das waren noch einige Fahrzeuge. Ja, da machst du nix. Und dann, ja, bleibt er stehen. Der Audi hatte da gar keine Chance. Alle links vorbei. Einer war auf die Bremse. Der hintere dann nicht. Da hat es wirklich einige Autos getroffen. Auch der Ferrari von RM Motorsport. Ein leichter Ditcher hier. Also da sind wir mal gespannt, wer da vielleicht ein bisschen früher in die Box kommen muss. Da links sehen wir auch noch Daniel Hofmann, der hier komplett demolierten, ja, zumindest Frontschaden hat hier, oder ein Auto-Frontschaden. Er hat da auch ganz viele, oder das heißt viele 2 Positionen verloren, wird aber noch weitere verlieren und Langhorst verliert ja schon wieder das Auto und nimmt dann auch noch Hofmann mit und dahinter, gucken wir mal, Hassler kommt da, glaube ich, jetzt vorbei. Ja, der hat dann jetzt hier profitiert. Also, ganz, ganz, ja, blöde Situation. Jetzt Daniel Pei auch noch mit reingerauscht hier. Oh Mann, also, da werden jetzt einige noch in die Box kommen und damit das Feld natürlich etwas auseinanderziehen. So, jetzt müssen erstmal alle den Weg wieder auf die Strecke finden. Jawohl, da ist der Asphalt. Ja, und da wird es auf jeden Fall jetzt in die Box gehen. Sehr, sehr schade hier für die Autos und für die Piloten. Dann gehen wir mal wieder zu den Autos, wo es ein bisschen besser gerade läuft. Hier sehen wir Paik Moritz auf seiner Startposition geblieben, auf der 9. Pierre Brückner ist er dran, Silberfahrer gegen Bronzefahrer. Also auch da muss man sich überlegen, ob man da wirklich in den Zweikampf geht. Ja, für die Gesamtwertung natürlich interessant, für die Klassenwertung vielleicht weniger. Und Pierre Brückner führt ja die Bronzeklasse an. Also vielleicht, wenn er merkt, dass er dahinter ein bisschen schneller kann, wird er sich vielleicht auch nicht mit allem wehren, was er da hat. Denn so kann er sich die Punkte für seine Klasse auf jeden Fall sichern. So, Remo Kipfer macht Druck auf Lukas Bergold. Der kommt da mit den ersten beiden gerade gar nicht hinterher. Wir sehen schon 4 Sekunden der Abstand. Da ganz hinten sind die beiden BMW-Piloten. Die fahren da ein relativ ruhiges Rennen. Aber Bergold, ja, der wusste das auch, dass er hier vielleicht nicht ganz so stark ist. Rennen hatte er ja, oder Strecken hatte er. Ja, vorletzte Woche, glaube ich. Ne? Letztes Rennen müsste Indianapolis gewesen sein. Da geht der Ferrari ja doch ziemlich gut. Da hat er, glaube ich, sogar gewonnen. Das war sogar sehr souverän, wenn ich mich nicht mehr ganz falsch erinnere. Stefan Mons war der Zweiter. Ja, aber Position 3, das wäre dann immer noch ein Podium natürlich. Der einzige Pilot, der immer auf dem Podium unterwegs war, ist jetzt Stefan Mons einmal P9 geworden. Sonst nur Lukas Bergold hier auf dem Podium unterwegs. Mal gucken, ob er die Serie beibehalten kann. Steht auf jeden Fall da gehörig unter Druck. Stefan Monster hinten, den Porsche sehen wir. Der sieht das Ganze natürlich. Der will dranbleiben. Hofft vielleicht, dass die beiden BMWs da ein bisschen Lärm machen. Und dann vielleicht profitiert er dann, ja.
So, Hausinger gerade dabei, mehr oder weniger hier kleine Keime anzugreifen. Wir fahren mal beim BMW-Piloten mit. Da konnte er jetzt sich noch nicht daneben setzen. Guck mal kurz, wo die Kurve kommt. Hier natürlich auch ein bisschen Dirty Air-Probleme. Der Audi geht da sehr weit, fast zu weit, aber hat noch gerade gepasst. Wenn du erstmal aufs Gas kommst, dann rutscht natürlich rechts ein bisschen weg hier. Moin Patrick, moin. Fährst du gar nicht mit heute? Oberholz, gerade hier eine Position geholt. Wir schauen mal kurz rein. Der hat nämlich Michael Haaf überholt. Das ist hier der Freibeuter Lamborghini. Ja, da mal gucken, ob er Michael Haaf vielleicht einen kleinen Fehler gemacht hat. War da eigentlich noch einen Tick weit weg. Der BMW kommt da mit ordentlich Schwung um die Ecke und setzt sich da auf die Innenseite. Aber ich glaube, da gab es auch keine Riesengegenwehr. Also hier Michael Haaf auf die 22 zurückgerutscht. Gucken wir mal. Bronze gegen Silber. Wahrscheinlich deswegen hier vielleicht ein bisschen nachgelassen. Wie gesagt, hier das ein Übergreifen. Muss man mal gucken, ob man dagegen hält. So, weiter hinten passiert tatsächlich gerade nicht so viel. Hier gab es leichte Kontakte laut Anzeige. Wolfgang Busch und Jan Butt. Oh, was bei Busch los? Ne, Bagheera war das, der da ein bisschen rumgezuckt hat auf der 17. Aus seiner Startposition geblieben. Aber Busch hier. Schauen wir da mal, ob jetzt der M6 da näher kommt auf der Stadtzielgeraden. Wird es jetzt erstmal nichts werden. Da ist er noch einen Tick zu weit weg. Aber Feld hat sich so ein bisschen geordnet. Auf der Karte kann man es ganz gut sehen. Da haben wir schon ein paar Lückchen oder Lücken jetzt hier. Einige Grüppchen, so rum ist richtig. Vorne, ja, nicht super spannend. Jetzt geht Jan Butt hier vorbei. Aber ich glaube, auch da wurde vorbeigelassen. Das ist nämlich auch Silber gegen Bronze. Jan Butt jetzt hier auf die 15 vorgerückt. Mal sehen, Götz ist in seiner Klasse unterwegs, der Lexus. Den haben wir noch gar nicht gesehen im Rennen heute. Also da ist auch nicht so viel passiert. Zumindest positionstechnisch ist er auf seiner Startposition geblieben. Bin gespannt, ob Jan Butt da jetzt rankommt. Dann haben wir ein M6 gegen Lexus, auch ein sehr, sehr seltenes Duell, was wir da sehen könnten. So, jetzt gucken wir mal in die kleine Gruppe rein. Platz 9 bis Platz 13. Also wir sehen, die ganz große Gruppe hat sich so in zwei kleinere jetzt aufgesplittet. Der Lokführer aktuell hier, Falk Moritz, auf der 9. Position. Ja, hat da zwei Hondas hinter sich, ein Aston und ein Lamborghini. Also schöner Markenmix dahinter auf jeden Fall. Aber wenn es nach ihm ginge, dann würde er gerne da jetzt wegfahren und vielleicht Richtung Pierre Brückner fahren. Gucken wir mal, ob ihm das hier gelingt, ob er den Druck standhalten kann. Im Moment der Honda noch einen Tick zu weit weg. Muss da wahrscheinlich sogar eher noch gucken, dass der Markenkollege jetzt hier nicht angreift. Auch der Aston und der Lambo relativ dicht hintereinander. So, schnellste Runde von Jeff Ewerts. Strecke immer noch auf schnell. Seine Zeit eine 33.845. Also war er tatsächlich mal ein bisschen schneller als der Führende. Abstand immer noch bummelig bei 2 Sekunden. Bergold, ja, schon 7 Sekunden jetzt musste er da abreißen lassen. Während Hausinger sich gerade kleine Keimer endlich mal geholt hat. Wir schauen da mal rein ins Überholmanöver. Wo ist er denn? Da ist er noch, der Audi vor dem BMW. Ja, riecht auch ein bisschen nach einem Fehler, weil der BMW da auch einen Tick weit weg ist eigentlich noch. Gucken wir mal hier vielleicht. Ah, ein bisschen Körb mitgenommen. Das trägt ihn raus und da geht's auf das Gras raus, verliert die Geschwindigkeit. Und da kann natürlich Hausinger einfach die Hand aufhalten und nimmt sich die Position Nummer 17. 18 natürlich, 17 ist Guerra. Der ist gerade an Wolfgang Busch dran. Na, guck mal kurz vorne, da können wir uns vergewissern. Da unten sehen wir Daniel Pei, der ja auch schon eine DT, glaube ich, hatte. Ja, eine DT und den Unfall. 80 Sekunden Standzeit, also der dürfte auch nicht allzu gute Laune haben. Sein Rennen ist schon jetzt bereits gelaufen nach den ersten Minuten, aber fährt hier noch weiter. Ja, Jeff Ewerts hier auf der 2. Wie gesagt, 1,5 bis 2 Sekunden ist der Abstand. Wir gucken mal hier in die letzten 3 Runden rein und da sehen wir, 3 Tausendstel ist nur der Unterschied gewesen in den letzten 3 Runden. Alex Cruz, der hat hier das Auto wohl verloren und schon wieder ein Honda, der hier zu weit rauskommt. Ja, hier kannst du auf die Bremse gehen. Wir sehen die rechten Rücklichter. Kann hier die Mauer tatsächlich vermeiden. Das ist nicht immer so. Jetzt muss er erstmal gucken, dass er wieder heil auf die Strecke kommt. Geffert und Weggel können da nochmal profitieren. Ja, schwacher Trost für Matthias Weggel. Der hatte ja leider auch einen Unfall und hier sehr, sehr weit nach hinten gefallen. War aber auch noch nicht in der Box. Ja, ich glaube, in die Wand ist er gar nicht gefahren. Er war nur so weit draußen, aber trotzdem einiges an Position verloren. Geffert, ja, hier sehen wir, der war noch nicht in der Box. Daher der Schaden auf jeden Fall aktuell hier am AMG. Ja, in die Box könnte er, Boxenstoppfenster ist ja im Prinzip die ganze Zeit auf, aber klar, wenn es noch geht, dann fährst du erstmal weiter, damit du dir nachher noch frische Reifen holen kannst. So, dann gehen wir mal hier auf die 3, da wird es immer spannender. Lukas Bergold, der wird die Autos einfach nicht los. Stefan Monster hinten, der schaut sich das mit einem, ja, doch ganz angenehmen Abstand an.
Hat auf jeden Fall noch Zeit zu reagieren, falls hier was passieren sollte. Alles bleibt hier sehr spannend. Kipferjung, ja, sind dabei, ihn hier zu jagen. Ich guck mal kurz. Silber und Silber. Stefan Mons wieder Bronze, Gold natürlich. Also, hier zwei Silberfahrer im Sandwich von zwei Goldfahrern. Von der Wertung für die Klasse natürlich macht es dann keinen Unterschied. Anderson müsste auch Gold sein, jawohl. Also da könnte sich Remo Kipfer heute einige Punkte holen für seine Wertung. Also er muss hier gar nicht unbedingt vorbeigehen. Aber ich denke mal, wenn sich die Möglichkeit bietet, wird er es trotzdem machen. Remo Kipfer lauert hinter ihm ja der direkte Rivale. So, 7-8 haben wir eine große Lücke. Pierre Brückner auf der 8. Der hat tatsächlich relativ viel Ruhe, wenn wir hier mal reinschauen. Aston Martin Pilot hat vor und hinter sich jetzt nicht wirklich viel, ist da mitten zwischen zwei Gruppen, wird natürlich gucken, dass er vielleicht da vorne anschließen kann, aber im Moment kann er hier relativ ruhig vor sich herfahren und der M6 auf Abwägen verliert jetzt hier einiges an Position. Ah, hier vielleicht der Außenkörb. Ne, der Innenkörb war es tatsächlich, der den M6 hier aushebelt. Ah, sehr, sehr ärgerlich. Sah gar nicht spektakulär aus. Die Wand kann er auch vermeiden. Aber muss da jetzt einiges an Position abgeben. Jetzt findet er sich hier in der Gruppe wieder ab. Kleine Kalmer Hausinger kann sich da inzwischen deutlich absetzen, der da ja vorbeigegangen war vorhin hier. Der DOD BMW. Ja, der ist auch schon dran an den nächsten beiden Positionen. Also kleine Kalmer hier. Ja, war natürlich eben Fehler, als der BMW vorbeigegangen ist, aber mithalten kann er da anscheinend im Moment auch nicht so ganz. Gucken wir hier, 36er Zeiten und Hausinger fährt hier locker 35er Zeiten, also ist auch pace-technisch deutlich besser unterwegs. So, wir gehen wieder nach vorne, da ging noch einer weit, aber ich glaube, das ist eine Überrundung. Na, wo ist er denn? Ah, Daniel Pei ist das hier, also hat nichts. Ja, keine Auswirkung auf die Position. Ja, der Porsche, der Schwarze da, ist jetzt wieder deutlich rangekommen und bringt auch nochmal, ja, Danny Anwand vielleicht mit der BMW. Oh, jetzt macht er hier Druck. Wir fahren mal Stefan Mons mal mit. Der will natürlich da zu Lukas Berghold. Da sind aber noch zwei BMWs dazwischen. Da muss er auch erstmal vorbeikommen. Also schauen wir mal, ob er schneller kann, ob er einen Weg vorbeifindet. Vielleicht über den Boxenstopp natürlich. Ich denke mal so, in der Viertelstunde geht es dann richtig rund in der Boxengasse. Dann haben wir die Hälfte des Rennens schon hinter uns. Und vielleicht kann man da ja nochmal, ja, was gewinnen. Ich glaube, Reifenwechsel ist, glaube ich, sogar Pflicht, wenn ich mich nicht täusche. Also da kann man gar nicht groß taktieren. Aber natürlich hier einen guten Boxenstopp absolvieren. Spät in den Pitlimiter rein, gut stehen bleiben. Früh den Pitlimiter wieder rausnehmen. Und dann vielleicht auch ein bisschen, ja, Glück haben, bei der Innen-, bei der Outlap kein Verkehr zu haben. Dass man da vielleicht noch mal ein paar Zehntel rausholen kann. Und dann kann man sich hier vielleicht nochmal, ja, nach vorne arbeiten. Also bleibt spannend hier. Wir gucken kurz zu Remo Kipfer, beziehungsweise in die Kleefeld ist das hier im Lamborghini. Hat da den RM Motorsport Aston Martin von René Moldenhauer vor sich. Ja, ist aus seiner Startposition geblieben. Moldenhauer ebenfalls. Beide trennen hier gerade mal einen Zehntel in den letzten drei Runden. Waren hier also, ja, 35 mal eine 36er Zeit. Schön direkt hintereinander her. Hat keinen Druck von hinten. Da sehen wir nämlich den Lexus. Der hat auch ein bisschen Ruhe gerade, der Jason Götz. Wolfgang Busch hat nochmal zwei Autos im Gepäck. Marius Sann auf der 19. Da können wir mal ganz kurz hinschauen. Kommen gerade aus der zweiten Kurve heraus. Hier mit Jan Butt dahinter, der da eben leider einen kleinen Fehler gemacht hat. Und noch Peter Buchholz auf der 21. Ersten 20 Minuten haben wir hinter uns. Ja, ein paar Unfälle gab es, ein paar Fahrfehler gab es. Ja, mussten auch schon einige in die Box. Vor allem ja, auch ein relativ großer Crash in der Haarnadelkurve. Sehr, sehr, ja, ärgerlich. Einer dreht sich raus und die anderen können nicht ausweichen. Da haben wir auch gesehen, einer hat aufgepasst, ist in die Bremse gegangen. Dahinter, ja, musste man nochmal ausweichen, weil man zu spät auf der Bremse war. Also da hat es leider ein paar Autos getroffen. Aber jetzt ist das Feld schon, ja, ganz gut geordnet, ein bisschen auseinandergezogen. Ein paar Überrundungen gab es, glaube ich, aber auch schon. Durch die, ja, längeren Boxenstopps, durch die eine DT, glaube ich, war es bis jetzt nur. Von Daniel Pei. Da ist aber alles gut gegangen, haben wir ja gesehen. Also gucken wir mal in 10 Minuten. Wie gesagt, wird es dann sehr, sehr voll werden in der Boxengasse. Bin gespannt, wie sich die Abstände hier weiter verändern werden. Lukas Berghold sehen wir hier im Ferrari jetzt schon 8 Sekunden hinter den ersten beiden. Was ist er jetzt gefahren? Mal eine 34,6. Das ist sogar seine schnellste Runde, seine persönlich schnellste Runde in diesem Rennen. Jetzt nach 20 Minuten. Hat also jetzt hier den Rhythmus anscheinend gefunden. Oh, geht dann tickweit oder, ja, je nachdem. Kann man auch mit zwei Apex fahren natürlich. Aber war da sehr, sehr spät auf der Bremse.
So, nur die ersten beiden sind bis jetzt 33er gefahren. Ab Platz 3 hier sehen wir ja 34 Mitte sogar nur. Also einige Zehntel langsamer. Daher auch der Abstand von 8-9 Sekunden hier. Mittelfeld wird 35er gefahren. Meine 36er hinten vielleicht immer einen Tick langsamer. Je nachdem vielleicht auch, ob man Schaden hat. Ja, aber ein schöner Train, der hier eingesammelt wird. Lenny Anbrandt ja auch noch mit von der Partie auf der 7. Da ist er hier. Da am Ende dieses Trains, da hinter eine etwas größere Lücke von 5 Sekunden. Pierre Brückner, Falk Moritz haben da relativ viel Ruhe. Chris Heyer, na, gucken wir da vielleicht mal kurz rein. Mal sehen, hat noch 2 Sekunden Vorsprung vor Detlef Kep. Gucken wir mal rein, 0,4 Sekunden. Der Unterschied zwischen den beiden. Letzte Runde, da war Chris Heyer allerdings ein bisschen langsamer. Davor hat er aber wieder was rausholen können. Also müssen wir mal schauen, ob der Abstand hier kleiner wird. Herr de Guerra gerade richtig dicht dran an Busch, beziehungsweise an Busch vorbeigekommen anscheinend. Also hier gucken wir vielleicht nochmal ins Replay. Na, Busch hier mit leichten Fehler wahrscheinlich auch hier wieder. Ah, da kam ein leichter Sekt, da beim Rausbeschleunigen und dann ist der Audi-Pilot da vorbeigegangen. Ja, wenn die Möglichkeit sich bietet, musst du vorbeigehen. Und mal aus kleine Keimer gerade mit einer gelben Flagge. Gucken wir mal, kriegen wir das noch mit? Nee, kriegen wir gerade nicht mehr mit. Aber hier jetzt auch einiges an Positionen liegen lassen. 2, 3 Stück waren da jetzt, glaube ich, vorbeigegangen. Immer noch 3 Positionsgewinne. Kommt jetzt auch direkt in die Box rein. Also mal gucken, vielleicht hat er auch schon ein bisschen Schaden davongetragen. Kommt jetzt noch ein paar Minuten früher rein, vielleicht als gedacht. Und dann, ja, guck da mal, wo er rauskommt. Hoffentlich natürlich mit freier Fahrt. So, Nick Lefeld auf der 13. Dran am Moldenhauer. Haben wir vorhin schon gesehen, dass sie relativ ähnlich unterwegs waren. Schon seit einigen Runden hintereinander sind sie hier auf der Strecke. So, Bergott hält sich auf der 3. Kipfer Jungmonz. Da tut sich also positionstechnisch vorne nichts, auch wenn es da weiter eng bleibt. Also da bin ich super, super gespannt nach dem Boxstopp, ob wir da Positionswechsel haben. Weil hier auf der Strecke, ja, man hat tatsächlich noch keinen Angriff gesehen bis jetzt. Und dann nur hintereinander hergefahren. Ja, da oben haben wir gerade den lila BMW gesehen von Daniel Pei. Der kann einem echt leid tun. Der ist da eher mit Überrundung heute beschäftigt. Ja, sehr nah dran gewesen hier gerade. Schweizer hinten raus. Ja, es könnte natürlich Lukas Bergold wieder in den Kram passen. Wenn die in den Zweikampf gehen, dann kann er sich da vorne wieder ein bisschen absetzen. Und dann hat er wieder zumindest ein bisschen mehr Ruhe. Natürlich auch für den Boxstopp etwas, ja, wie sagt man, sozusagen. Da kann er sich auch mal was leisten. Natürlich wird er versuchen, einen guten Boxstopp zu absolvieren. Kriegt dafür gewöhnlich auch hin. So, was bei Arning los? Gucken wir mal kurz. Gelbe Flagge hier. Der Motorsport Ferrari noch hier aus der Rechtskurve nach der Schikane. Verliert er ein bisschen das Heck. Und ja, geht hier alles off-track. Mal gucken. Aber keiner vorbeigegangen. Geffert Weggel direkt jetzt hinten dran. Also die konnte er gerade noch hinter sich halten hier auf der 22. So, gibt es jetzt noch Angriffe vor dem Boxenstopp oder sagt man sich, wir fahren jetzt erstmal den Stint zu Ende, dann gehen wir alle in die Box, dann gucken wir mal, wie sich das Ganze ordnet. Ich denke mal, Schaden dürfte jetzt keiner groß haben, also sollten alle hier einen normalen Boxenstopp absolvieren. Aber wir sehen, Jung, der guckt schon mal, ob er Kipfer doch angreifen kann. Der fährt nämlich die Schikane etwas weiter innen an, also hier wird es gerade doch deutlich enger. Gucken wir mal hinten raus, da ist auch Anwand jetzt direkt von der Partie, direkt an Porsche und Stefan Mons. Der hatte da ja so ja, etwas Luft nach hinten, jetzt muss er auch immer wieder mal nach hinten schauen, ob er da angegriffen wird. So, jetzt geht's hier zur Doppelrechts. Gucken wir mal, ob sie alle bekommen. Jawohl, sieht gut aus. Sehr, sehr gut durchgekommen, Remo Kipfer. Wir sehen, Kevin Jung kann da gar nicht angreifen, ist da nicht deutlich schneller. Stefan Mons, der versucht aber doch schon mal, sich bemerkbar zu machen. Wir sehen es, er guckt immer mal wieder links, rechts vorbei, macht sich bemerkbar. Und Kevin Jung kommt jetzt als erstes dieser Führungsgruppe in die Box rein. Also, jetzt gilt es für ihn hier, alles richtig zu machen und zu hoffen, dass er vielleicht da was gewinnt an Positionen. Na, kommen wir kurz bei Thomas rein. Oh, trotz des simulierten Wagens hier kann er Weggel anscheinend ganz gut gefährlich werden. Wir schauen mal hier rein. Ja, Geffert, Weggel. Ja, 2,6 Sekunden war Weggel da doch mal schneller. Oder ist er da vorbeigekommen? Das ist auch die andere Frage. Vielleicht habe ich das nicht mitbekommen. Vielleicht auch überholt hier den AMG und ist jetzt schneller. Und ja, der wird auf jeden Fall ein bisschen länger stehen. Wenn er es reparieren lässt, wenn das sich dann ja, so doll bemerkbar macht, dass er da so viel Zeit verliert, muss man sich natürlich überlegen. Wenn du auf der Strecke nicht so viel verlierst, wie die Reparatur kostet, dann kannst du das vielleicht auch lassen. Gucken wir mal, ob er jetzt reinfährt. Nee, bleibt noch draußen. Bleibt noch draußen hier.
Ich guck mal kurz hinten, ob wir da noch was verpassen. Nö, hier vorne ist tatsächlich mit am spannendsten. Bin mal gespannt, ob das auch so bleibt. Vorne Anderson und Evertz. 2 Sekunden auseinander. Tut sich nicht super viel. Also jetzt nach gleich einer halben Stunde ist der Abstand um und bei 2 Sekunden geblieben. Aber auch da heißt es, ein schlechter Boxenstopp von Daniel. Dann könnte Jeff da nochmal profitieren. So, Kevin Jung jetzt auf der 21 erstmal rausgekommen. Hat auch freie Fahrt nach vorne, nach hinten. 6 nach vorne, 8 Sekunden nach hinten. Also der hat mit seiner Outlap jetzt hier sozusagen etwas Glück. Der hat auf jeden Fall freie Fahrt. Sollte das auch nutzen, da möglichst ja keine Zeit zu verlieren. Klar, mit den kalten Reifen wird er jetzt nicht komplett Pace machen können. Dauert 2-3 Runden. Aber dann ja muss er mal zusehen, dass er gute Runden hinbekommt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob er hier vor dem BMW rauskommt oder hinter dem Porsche vielleicht hier oder ganz woanders. Die anderen müssen ja auch erstmal gleich reinkommen. Ja, Lukas Bergold ist natürlich jetzt hier gefordert, weil ich könnte mir vorstellen, dass die anderen sich eher daran orientieren, wann er hier reinkommt. Ob die vielleicht dann Overcut versuchen. Also Lukas Bergold muss sich hier überlegen, wann er reinkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach pünktlich zur Hälfte reingeht. Denn mehr als Platz 3 wird für ihn heute nicht drin sein, wenn da vorne nicht noch mehr passiert. Aber das ist seine Aufgabe tatsächlich hier, die 3-4 Autos, die er die ganze Zeit hinter sich hat, auch hinter sich zu halten heute. Oh, Michael hat gelbe Flagge, könnte auch die Boxenausfahrt sein. Weiß nicht, was da los war. Hier sehen wir auf jeden Fall erste Kurve, ein bisschen rausgekommen. Nicht wild, Daniel Pei dahinter, keine Position. Kevin Jung, 2 Sekunden hinter ihm, der war ja schon in der Box, also auch keine Position. Der nächste, der ihn interessiert, wäre Daniel Arning. Der ist aber schon 9 Sekunden weg und hat auch gerade zu tun hier mit Matthias Weggel. Oh, muss jetzt hier sehr, sehr weit in anfahren. Gucken wir mal, ob er die Kurve auch gut bekommt, ob Weggel da vielleicht ein bisschen mehr Schwung rausbekommt auf diese Gerade hier. Einer der längsten Geraden auf der Strecke. Und Remo Kipfer gerade gelbe Flagge vorne. Wir bleiben aber ganz kurz hier, ob Weggel angreift. Greift er nicht. So, Remo Kipfer hat es hier getroffen. Wir schauen nochmal zurück ins Replay. Oh, da stand er schon. Hoffentlich ist da keiner reingerauscht. Auf jeden Fall verliert er hier einige Positionen. Haya und Keb auf jeden Fall vorbeigegangen. Oh, jetzt muss das Auto nochmal drehen. Moldenhauer vorbei, Kleefeld vorbei. Und da sehen wir, da gehen sie alle. Aber, glaube ich, keinen mit erwischt hier. Ja, leider nicht ganz gesehen, was da jetzt passiert ist. Aber es müsste wieder die Rechtskurve nach der Schikane gewesen sein. Also wirklich auch hier das Heck ein bisschen verloren am Ausgang. Moin, Hatcher, moin. Schön, dass du da bist. So, Moldenhauer kommt ebenfalls rein. Vorne gucken wir mal, wer ist da jetzt schon vielleicht reingekommen. Mons und Bergold sind draußen geblieben. Das heißt, der BMW von Anwand unter anderem und Kipfer sind reingekommen. Ah ja, der hat ja auch gerade den Unfall. Also, da könnte sich jetzt einer verabschiedet haben aus der Gruppe. Jetzt haben wir die ersten beiden der Gesamtwertung direkt hintereinander endlich mal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Geht Mons gleichzeitig mit Bergold rein? Dann würde er sofort sehen, Boxenausfahrt, ob er da vorbeigekommen ist. Oder ob er, ja, auf der Strecke da irgendwie angreifen muss dann. Wir bleiben mal drauf vielleicht. Wir sehen jetzt, ja, Zahner auch reingekommen. Weggel Arning 0,3 noch auseinander. Ansonsten alles relativ gut geordnet. Buschhausinger vielleicht doch mal im Zweikampf gleich. Aber ich denke, uns interessiert erstmal, wer jetzt hier gleich reinkommen wird. So, ein bisschen wärmer geworden auf der Strecke. 21 Grad, 2 Grad nochmal wärmer geworden. Geht so ein bisschen Richtung Mittag. Strecke steht auch optimal. Also das zweite Stint hat vielleicht auch nochmal ein paar neue schnellste Runden dann parat für uns. So, Weggel gerade vorbeigekommen an Arning. Wir gucken mal kurz da rein. Das ist erste Kurve. Also in der Linkskurve muss was passiert sein. Irgendwas bei Arning los war. Thomas Gepp hat nämlich auch gerade vorbeigezogen. Kurve nicht ganz bekommen, da geht's gerade aus und dann müsste der Thomas auch noch beigehuscht sein. Ja, mit deutlich mehr Schwung hier auf der Geraden ging's da gerade vorbei. So, Kevin Jung überholt gerade den Lambo, ist kein Boxstopp, bereinigtes Duell. So, sind doch mal draußen geblieben, die beiden. So, Remo Kipfer kommt jetzt raus. Anwand müsste auch noch in der Box sein. Der war ja auch in der Gruppe involviert. So ist er, da fährt er los. So, Kipfer kommt raus, erstmal auf der 24. Auf der 24. Ja, gucken wir gleich mal. Gehen nur kurz nach vorne. Ja, mal sehen, ob das die einzigen Runden sind, wo wir die beiden direkt im Zweikampf sehen. Je nachdem, wo die anderen BMW sich gleich einordnen werden. Ja, sehr, sehr gespannt. Götz und Buchholz gerade reingekommen. Also langsam geht es hier ja los mit den ganzen Boxenstopps. Waren ja schon einige drin. Auch schon sehr, sehr viele sehr früh. Wenn ich da mal so auf die Standzeiten gucke, das bewegt sich jetzt wirklich zwischen einer Minute und ja fast 1,5 Minuten. Das sind ja vor allem die, die ja den relativ heftigen Crash vorhin hatten. Die mussten da sehr, sehr viel reparieren. Mal kurz bei Hausinger rein. Busch, Hausinger, ja.
Er hat sich da ja schon rangefahren. Busch musste ja Hella Guerra davon vorbeilassen nach seinem kleinen Quersteher. Aber Flashpoint, danke für eure Follows. Also richtig was los. Erste halbe Stunde ist rum. Eine halbe Stunde haben wir noch vor uns. Jetzt schauen wir mal vorne. Geht's jetzt hier in die Box für den ersten, für den zweiten? Nee, nee. Na, bleib noch weiter draußen. Na, mal gucken, wie viel Sprit die dabei haben. Wenn der Sprit natürlich alles muss so reinkommen, dann hast du keine Wahl mehr. So, Detlef gibt dran an Haya. Auch die beiden noch nicht drin. Mal gucken, ob da einer abbiegt. Ah, der Honda wird, glaube ich, reinfahren, der erste. Jawohl, also Detlef Kehl kommt jetzt erstmal vorbei. Mal sehen, wie lange er draußen bleiben kann. Vielleicht kann er nochmal was rausholen und dann sich dann durchsetzen nach dem Boxenstopp. Auch hier letzte Kurve, beide noch nicht drin gewesen. Aber da geht auch der Hintermann in diesem Fall in die Box. Also da haben sich die Zweikämpfe jetzt ein bisschen auseinandergelebt. Was ist bei Bergold los? Wo steht der hier? Der steht hier sonst wo. Hat er doch einen kleinen Fahrfehler jetzt gehabt. Stefan Monz hat auf jeden Fall Druck gemacht, wie wir jetzt hier sehen gerade. Hat dann aber auf die Innenseite vielleicht ein bisschen reingehalten. Musste Bergold vielleicht außen bleiben. War auf jeden Fall außen und da geht's dann über die Wiese. Wiese, rutsch, rutsch, rutsch. Aber kein Einschlag, glaube ich. Und damit natürlich der dritte Platz passé, muss man jetzt hier feststellen. Und damit Stefan Monz auf die aktuell dritte Position gegangen. Und vielleicht sogar Boxenstopp bereinigt. Da gucken wir dann mal, ja, wo er gleich rauskommen wird, wenn es in die Box geht. Also sehr, sehr schade für Lukas Bergold. Wird wahrscheinlich sein schlechtestes Rennen werden, in Anführungsstrichen, in dieser Season. Immer auf dem Podium unterwegs gewesen. Ja, dass er kein Podium holt, das würde er normalerweise verkraften, sage ich mal. Viel, viel ärgerlicher ist, wo er steht da vorne. Nee, es geht hier gerade aus, aber das ist hier bei uns kleine Keimer. Gucken, was da passiert ist. Ah, zu weit raus, hoppe, hoppe, hoppe. Und da geht's richtig in die Wand rein. Und der war ja schon mal in der Box mit 94 Sekunden Standzeit. Also das Rennen auch wirklich alles andere als gut für ihn. Sehr schade. Mal gucken. Jetzt muss er auch wieder schauen, dass da alle vorbeifahren. Oder vorbeikommen. So, gehen wir wieder ins Live-Bild rein. Und da sehen wir jetzt Stefan Monz noch nicht in die Box gefahren. So, Bergold natürlich reingekommen jetzt. Ja, wie gesagt, Podium könnte er noch verkraften. Ärgerlicher ist, dass Stefan Monz halt vorbeigekommen ist. Und er wird jetzt hier einiges an Position nachher verlieren. Und das heißt natürlich auch entsprechend Punkte verlieren. Natürlich ein bisschen spannender für die Gesamtwertung. Gucken wir dann beim nächsten Mal natürlich. So, Remo Kipfer ist jetzt hier an Weggel vorbeigezogen. Gucken wir mal hier auf der 21. Mal gucken, wo der nachher rauskommt. Seine Standzeit allerdings ja sehr, sehr lang. 70 Sekunden nach dem Unfall, wo wir nicht ganz gesehen haben, was passiert ist. Ja, war ja in dieser Führungsgruppe vorne unterwegs. Also auch der hat sich verabschiedet. Lukas Bergold hat sich verabschiedet. Das heißt, da haben wir gar nicht mehr so viele Fahrzeuge da vorne. Monz müsste dann auf jeden Fall dabei sein. Wo sind die anderen gerade unterwegs? Kevin Jung müsste noch dabei sein. Der müsste da ungefähr mit Stefan Monz dann ja, sich wiederfinden sozusagen. Also so kann es gehen. Halbe Stunde fährst du in der Führungsgruppe und zack, ein, zwei Unfälle. Dann dünnt sich das Ganze schon wieder aus. So, Chris Hayager dann Arning dran. Er war schon in der Box, der Ferrari war noch nicht in der Box. Also kein Boxstopp, bereinigtes Duell. Sind auch noch zwei verschiedene Klassen. Also da wird es jetzt keinen wirklichen Zweikampf geben. Ferrari sollte eigentlich erstmal ein bisschen wegkommen. Beziehungsweise, nee, andersrum. Chris Hayager müsste eigentlich relativ easy vorbeikommen. Der hat nämlich auch frische Reifen natürlich. Sollte also kein Problem sein, hier vielleicht mal, ja, irgendwo vorbeizugehen. Nicht allzu viel Zeit zu verlieren. So, Stefan Monz kommt rein. Dann gehen wir mal auf Kevin Jung, würde ich sagen. Denn da müsste er ungefähr rauskommen, wenn der hier auf der Stadtzielgeraden ist. Bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze ordnet. Vorne Evers noch nicht drin gewesen. Wo ist Andersen? Der war schon drin auf der siebten Position. Der sollte aber auch wieder nach vorne kommen gleich. Dr. und Harvey, danke auch für eure Follows. So, wir sehen Monz drin, dann auch Guerra reingekommen, Jan Butch, der M6 ist reingekommen und hier Kevin Jung, gucken wir mal in die Helicam vielleicht, da müssten wir eigentlich den Porsche sehen oben, noch ist er in der Box, wo ist er, da ist er das gewesen, ja das war er tatsächlich, also der BMW vorbei oder immer noch vorne geblieben, muss man ja sagen, der war ja da vorhin mit dem BMW am Gange, dahinter war Stefan Monz, ja da hat sich also nichts getan zwischen den beiden jedenfalls. Aber natürlich da eine Position gewonnen, dadurch, dass der Kipfer da leider den Unfall hatte. Nur noch auf der 20. Mal gucken, was er jetzt in den letzten 25 Minuten nochmal an Schadensbegrenzung ja, betreiben kann. Ist ja gar nicht so schlecht unterwegs. So, da geht es am AMG vorbei, gleich mal mit Lichthupe. Klar, er hat es hier eilig. Müsste aber Boxstopp reinigt auf der
5, nee, 4 sein. Lukas Berghold dürfte ja auch dahinter rausgekommen sein. Da ist er. Standzeit. Na, doch nicht repariert. Nee, hat er auch keinen Schaden gehabt. Aber einen sehr guten Boxstopp gehabt, aber trotzdem durch den Unfall an sich natürlich Zeit verloren. Ist jetzt hier hinter Falk Moritz, da oben der blaue BMW ist das, 1,5 Sekunden. Und jetzt hier nur auf der 11 unterwegs. Also wenn das so bleibt, mal gucken, vielleicht kann er nochmal ein, zwei Positionen gewinnen. Aber trotzdem wird er hier einiges an Punkten womöglich dann abgeben müssen an Stefan Mons. So, Jeff Ewerts kommt rein. Daniel Andersen gerade auf der Stadt Zielgeraden. Auch da natürlich noch relativ spannend zwischen den beiden BMW-Piloten. Die waren ja Erster und Zweiter. Daniel Andersen jetzt hier auf der Stadt Zielgeraden. Wo ist der andere BMW? Jeff Ewerts ist schon hier vorne. Also der ist jetzt hier auf der boxstoppbereinigten ersten Position. Daniel Andersen auf der 2 hat sie also auch nichts getan. Abstand, schauen wir mal. Ja, eine Sekunde ein bisschen näher gekommen sind sie sich jetzt. Aber gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Scheint hier aber den Sieg unter sich auszumachen. Dahinter dürfte der Abstand ja relativ groß sein. Dann zum boxstoppbereinigten Dritten, was Kevin Jung dann sein dürfte. Da ist er nämlich. 16 Sekunden dahinter nämlich. So, dann gucken wir mal. So, Andersen natürlich schon mit den warmen Reifen jetzt. Kann hier also die Situation ausnutzen und Jeff Ewerts gleich mal unter Druck setzen. Dessen Reifen sind nämlich noch nicht warm. Druck auch noch nicht so ganz da. Also das ist dann die beste Phase, um wirklich den Vordermann in einen Fehler reinzuzwingen und dann vielleicht vorbeizugehen. Wir sehen schon, wie er hier dranhängt. Wir fahren mal hier bei Jeff Ewerts mit. Gucken, ob hier sein Kollege ja schon den Weg vorbei findet. Ein, zwei Runden hat er Zeit. Danach hat Jeff Ewerts nämlich selber ja die frischeren Reifen. Bisschen frischer zumindest. Zwei Runden, glaube ich, sind es. Und die sind dann auch warm. So, jetzt geht's hier Richtung der letzten Kurve. Da wird sich gleich schon mal gezeigt, aber weiß selber, da ist er noch zu weit weg. Da muss er sich noch zurückziehen. Aber hier natürlich dranbleiben und gucken, ja, dass er da irgendwie vorbeikommt heute noch. Erstens, dann hat es ja nicht funktioniert, über den Boxenstopp auch nicht. Jetzt muss er in den nächsten 23 Minuten versuchen, hier vielleicht vorbeizukommen. Also vorne ganz, ganz spannend. Sehr schön. Wir bleiben noch einen Moment drauf. Warten nochmal auf die letzten Boxenstopps. Dann gucken wir mal ein bisschen durch, was sich so getan hat. Nochmal auf die Position Deltas vielleicht. 32 Fahrzeuge sind hier noch auf dem Server. Das heißt, ich glaube, ist einer, glaube ich, runter? Ich meine, ja. Ich glaube, einer müsste runter sein. Ich weiß gar nicht, wer. Turbosocke, moin. Danke für den Raid. Ich hoffe, du warst erfolgreich heute. Kommt auf jeden Fall pünktlich hier. 20 Minuten haben wir gleich noch. Und hier ganz vorne ist es sehr, sehr spannend. Wir hatten eine größere Gruppe vorhin noch im ersten Stint. Jetzt leider durch ein, zwei Unfälle nur noch zwei Autos direkt hier im Kampf um Position 1. Wir sehen ja den Abstand deutlich, deutlich größer geworden hier. Sehr viel Spaß, das ist sehr gut. Das hört man nicht immer. Aber das freut mich natürlich. Chris Ayer gerade gewonnen hier an Arning vorbei. Aber der ist auch noch nicht in der Box gewesen. Nick Lefeld hier, glaube ich, auch gerade eine Position verloren. Der kam aber auch gerade erst frisch aus der Box raus. Also Chris Ayer hier einfach auf der Strecke vorbeigezogen. Mit ein bisschen mehr Schwung aus der letzten Kurve heraus. Ja, aus seiner 10. Position geblieben. So, Pierre Brückner ebenfalls auf seiner Position geblieben. Hat da jetzt mit Falk Moritz zu tun, der hier zwei Positionen gewonnen hat wiederum. Auf der 7 unterwegs. Silber gegen Bronze allerdings. Also bin gespannt, ob Pierre Brückner sich da ja verteidigt, wenn es hart auf hart kommt. Haft gerade vorbei an Kipfer. Wir gucken mal kurz. Müsste aus der letzten Kurve ja sein. Oder hat Kipfer da... Ne, war ein Anzeigefehler, sorry. Statt sie gerade wie immer. Da spackt die Anzeige manchmal ein bisschen rum. Aber da sehen wir Remo Kipfer. Macht wahrscheinlich eher sogar noch Druck hier. Gucken wir mal auf die Zeiten. Okay, waren noch Boxenstopps dabei, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber natürlich war er vorne noch mit dabei. Wir sehen es hier, 15 Positionen hat er verloren durch den Unfall. Sehr, sehr schade. Hätte richtig Punkte heute holen können. Jetzt kämpft er hier mit Position 20. Wie viel es noch nach vorne geht, ja, ist fraglich. Wir sehen die Abstände da, 3, 4, 5, 6, 7 Sekunden zum Teil. Also da ist schon ein bisschen Luft zwischen den Fahrzeugen. Und ja, hier erstmal vorbeikommen ist eine Sache, dann ranfahren, dann wieder vorbeikommen. Da geht ganz, ganz viel Zeit ins Land sozusagen. So, Wolfgang Busch auch reingekommen. Wir gehen nach vorne. Gucken, ob da was passiert. Überrundung natürlich auch immer wieder ein Thema. So, habe ich hier was verpasst? Müssen wir kurz nachschauen. So, Ewerts war hier noch auf der 1 vor einer Minute, ja. Müssten aber getauscht haben, oder? Auf jeden Fall insgesamt getauscht. Jeff Ewerts auf der 1, Andersen auf der 2. Die waren beim Start auf jeden Fall andersrum hier.
mit Motorrad, Lederkombi und Helm bist du gefahren. Oh, das muss man nachher nochmal anschauen, du. Ich glaube, das ist immer ziemlich warm geworden. Könnte ich mir vorstellen. So, die beiden geben sich auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir nochmal ein Überholmanöver im Zweikampf sehen, falls wir hier was verpasst haben sollten. So, also immer wieder ein Live-Bild Jeff Eberts hier jetzt mit der neuen schnellsten Runde. 33.667. 33.887, die schnellste Runde von Daniel Andersen. Ja, also, wie gesagt, hier mit jetzt optimaler Strecke, frischen Reifen und ja, natürlich ein relativ gefüllter Tank für den Stint, jedenfalls die 30 Minuten nochmal die schnellste Runde gesetzt. So, wir müssen noch zu Danny Anwand gehen, der hier ja 88 Sekunden in der Box stand. Also den hat es da ja leider auch erwischt. War ja auch vorne relativ gut mit dabei. 13 Positionsverluste. Jetzt mit Weggel am Gange. Haaf noch direkt davor. Peter Buchholz hier mit Problemen in der Schikane. Wenn die Linie nicht ganz trifft, dann schaukelt das Auto so ein bisschen auf und dann rutscht er einfach weg. Und da sehen wir auch, ja, verliert hier ein bisschen Zeit. Remo Kipfer konnte er gerade noch hinter sich halten, der ja auch gut verloren hat hier. So, Dreierkampf. Oh, da muss Haaf jetzt aber richtig nach hinten schauen. Das schreit hier nach der Kamera, denn da sind zwei Autos mal direkt dran. Weggel muss da fast ein bisschen ausweichen. BMW dahinter kriegt die Kurve deutlich, deutlich besser. Oh, reicht das für den BMW auf der Innenseite, sich da ja reinzusetzen. Wir sehen, Weggel verteidigt auch schon so ein bisschen. Geht da etwas auf die Innenseite. Jawohl, reicht auch erstmal hier. Kommt jetzt hier hoffentlich gut aus der Kurve heraus. Der BMW musste dann so ein bisschen ja ablassen jetzt auf den paar Metern. Wir sehen jetzt den Abstand. Also Weggel gut verteidigt. Ist aber jetzt hier den Freibeuter Lamborghini anzugreifen und vielleicht nochmal ein paar Positionen wieder ja gut zu machen. 4 Positionen verloren. Ist hier weit rausgekommen, der Lambo. Das ist natürlich die Chance jetzt hier, sich zum Beispiel daneben zu setzen. Keine große Gegenwehr allerdings. Da sehen wir es leicht auf die Wiese gekommen hier von Haaf. Ist aber ja innerhalb einer Klasse. Also daran lag es jetzt nicht, dass er vorbeigekommen ist. So, Danny Anwand. Mal gucken, ob der da auch noch vorbeikommt. Da hinten kommen auch nur die ersten beiden Fahrzeuge. Also die wollen auch nochmal überrunden. Eine sehr, sehr interessante Situation. Da ein Zweikampf, der auf einen überrundeten Zweikampf oder Dreikampf fast aufläuft. Mal gucken, ob die sich hier einig werden. Natürlich ein bisschen blöd für Danny Anwand jetzt hier. Wenn er die beiden vorbeilassen muss oder möchte, dann wird er erstmal Zeit verlieren gegenüber dem Lamborghini. Aber gleiche Situation natürlich für den Lambo selber. Ist dann die Frage, wer wie viel Zeit gewinnt oder verliert durch die ganze Geschichte. TV-Panne, moin, danke für den Raid. Herzlich willkommen. So, gebt doch schon mal gleich Lichthupe da vom Zweitplatzierten. Und jetzt wird es hier sehr spannend. Wir bleiben mal hier. Gucken, wie die sich einig werden. So, Danny Anwand hat es hoffentlich auch mitbekommen, dass er zwei BMWs noch vorbei möchten demnächst. So, was haben wir noch? 17 Minuten. Ja, fällt schon weitestgehend geordnet. Vorne müssen wir hier sehen bei den Zweikampf. Ja, vorne Mittelfeld haben wir Jason Götz und Helder Guerra. 11 und 12 haben wir auch nochmal im Kampf. Ich würde sagen, wir bleiben noch mal kurz hier. Danny Anwand hat dabei ja die ersten beiden vorbeigelassen, haben wir gerade gesehen. Und mal gucken, der Lambo blinkt auch schon rechts. Das heißt, die BMWs können da vorbeigehen. Anwand ja, hat, glaube ich, jetzt nicht groß gewonnen oder verloren. Genauso wie der Lambo hat sich nichts getan. Wir switchen mal auf die ersten beiden Kollegen hier. Fahren jetzt mal mit bei Danny Andersen, der mit einer 33.545 auf die schnellste Runde gesetzt haben müsste. Ja, genau. MacDirk, moin. Schön, dass du da bist. So, Regen wird es auf jeden Fall kein geben. Bleibt einfach bewölkt. Sonne blendet auch nicht. Strecke auf optimal ja schon länger. Daher auch die schnellste Runde. Und jetzt sind wir mal dabei hier auf der zweiten Position. Ja, muss man ein bisschen weiter jetzt hier fahren durch die Überrundung. Aber alles gut gegangen. Jetzt haben sie wieder freie Fahrt. So halbwegs zumindest. Dann kommt schon wieder die nächste Gruppe. Oder ja, ein Duell ist es viel mehr. Oh, leichter Fehler von Jeff Eberts. Mal gucken, hier rechts ist kein Platz. Da geht es über die Wiese. Da kann er gar nicht woanders hin. Also fehlt jetzt hier ein bisschen Schwung. Mal gucken, ob er sich auf die Innenseite jetzt reinbremst. Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, da gibt es die Lichthupe. Da denkt er sich auch hier, der Jeff hat ihn nur ein bisschen, ja, da rechts auf die Wiese gedrückt oder gezogen zumindest mal. Moin Jan, moin moin. Also richtig harter Zweikampf auch hier zwischen den beiden Ersten. Wir gehen kurz mal ins Mittelfeld rein. Ne, da waren wir schon. Wir gehen zur Anwand drüber. Der ist jetzt an Michael Haaf direkt dran. Oh, mal gucken. Dirty Air jetzt hier in der Doppelrechts. Ja, wir sehen leicht. Ah, ne, passt doch. Ja, passt doch. Alles gut. Aber nicht ganz so optimal bekommen wie der Lambo. Wir sehen, ist der Abstand kurz mal ein Tick größer geworden. So, kleine Kalmer in der Box.
und Daniel Hofmann in der Box. Aber ich glaube, die stehen da schon länger, wenn ich es richtig sehe. Gucken wir mal, ob die nochmal weiterfahren. Ja, schnellster Boxenstopp tatsächlich von Lukas Berghold. 31,7 Sekunden. Jason Götz auf der, auf der 11, 31,9. Alle anderen so 32, 33, 34 Sekunden, wenn es normal lief. Manche noch ein bisschen länger oder sehr viel länger durch irgendwelche Reparaturen. So, Remo Kipfer, wann kommt er jetzt vorbei? Da war der BMW, glaube ich, etwas im Kies links. Aber nicht so sehr, dass jetzt Remo Kipfer da profitieren könnte. Oh, Danny Anwar, Michael Haaf, da gab es ein Überholmanöver. Gelbe Flagge kurz angezeigt. Vielleicht hat Michael Haaf ja auch nur kurz Pace rausgenommen. Hat da den BMW vielleicht vorbeigewunken, mehr oder weniger. Hatten wir eben ja auch schon mal so ähnlich gesehen. Gucken wir mal hier kurz ins Replay rein. Da geht der BMW vorbei. Aber vorbei lassen war es, glaube ich, weniger. Da hat er sich aber auch am Ende nicht mehr groß gewehrt. Also Haaf auf der 21 jetzt hier. Immer noch mit 4 Positionsgewinnen. Moldenhauer gerade kurz mit gelber Flagge. Jetzt kommt da gerade der rote BMW von... Wo ist er? Kevin Jung müsste das sein. Genau, der Drittplatzierte. Oh, was bei Jeff Ewerts passiert? Der plötzlich 18 Sekunden Rückstand. Wir gehen mal eine Minute zurück. Der war hier eben noch Erster. Da muss ja irgendwas passiert sein. Habe ich gerade gewundert, warum Kevin Jung plötzlich jetzt hier 2 Sekunden dran ist an der zweiten Position. Da muss was passiert sein. Wir gucken jetzt mal kurz rein. Das wollen wir natürlich hier natürlich erfahren. Oh, da hat er so viel Körper mitgenommen. Da geht es geradeaus. Und da wird er auch nur denken, oh, 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 hoffentlich geht es nicht in die Wand rein. Aber auch er kann die Wand gerade noch so vermeiden. Dreht sich da leicht weg. 13 Sekunden noch, dann gehen wir wieder ins Live-Bild. Also, für Daniel Andersen läuft es gerade super. Der hat jetzt hier 18 Sekunden Vorsprung auf der ersten Position. Jetzt muss er erstmal wieder die Lücke finden hier auf die Strecke. Oh, das war auch knapp hier. Mit der 23 war das, glaube ich. Müsste Moldenhauer gewesen sein, jawohl. Ja, also Andersen jetzt vorne 18 Sekunden. Und jetzt haben wir hier Jeff Ewerts, Kevin Jung. Na, nicht ganz im Zweikampf, aber noch relativ eng. Stefan Mons auf der 4. Er will nochmal aufs Podium kommen. Gute für ihn, Lukas Berghold. 3 Positionen hinter ihm. Wird da einige Punkte gut machen können in der Gesamtwertung. Also da vorne jetzt sehr, sehr ruhig geworden. Wir gehen wieder zu Remo rüber. Immer noch nicht vorbeigekommen am Buchholz. So, schauen wir mal hier. Gibt auch einige Schikanen auf der Strecke, wo man mal einen Fehler machen kann. Schöner Zweikampf hier. Dahinter BMW, glaube ich, der da überrunden möchte. Ah, Remo Kipfer lässt ihn auch direkt vorbei. Und Buchholz vertut sich hier und damit dürfte... Oh nein, mit wem ist er jetzt kollidiert? Wir gucken nochmal kurz 10 Sekunden zurück. Ich hoffe nicht mit dem schwarzen BMW. Da... Oh, Boing, ja, sah nicht ganz so wild aus. War Andersen nämlich hier der Führende. Der hat sich noch ein bisschen Schaden geholt. Oh, kurz Rewild hier. Daniel Pei da oben ein bisschen off-track gegangen. Buchholz jetzt hier. Ja, auf der 22. Daniel Arning nämlich auch noch mit durchgehuscht. Auf die 21. So, Alex Crew schon länger nicht gesehen hier. Der Honda fährt auf der 28. Hinter Kevin Hassler ist er unterwegs. Gucken wir mal, was die beiden so veranstalten. Was sagen die letzten 3 Runden? Die sagen, dass Crews deutlich schneller fahren kann als Hassler. Sollte also jetzt hier rangekommen sein. Und dann, vorbeigekommen sein. Beziehungsweise noch nicht vorbeigekommen sein. Aber gleich vielleicht, schauen wir mal. Ist jetzt hier direkt dran am Audi-Piloten. So, Ewerts jetzt mit der schnellsten Runde auf der zweiten Position. 33,522. So, Audi gegen Lexus. Das hatte sich ein bisschen angebahnt, glaube ich. Guerra Götz sehen wir hier. Gucken wir mal hier in die letzten 3 Runden rein. Na, doch nicht unbedingt. Letzten 3 Runden waren sehr ähnlich schnell. Aber nichtsdestotrotz 0,4 Sekunden trennen die beiden Fahrzeuge. Wir sehen sie hier und haben jetzt noch gute 11, 12 Minuten Zeit, hier die Position zu verteilen. Jason Götz hat 3 gewonnen. Gelder Guerra 5 gewonnen. Da ging es also ein gutes Stück nach vorne. Der ja die Gesamtwertung bzw. die Wertung der Silberklasse anführt. Wir können ja mal die Autonummern einblenden, da müssten wir das nämlich sehen, hier an den Farben. Und da sehen wir auch, dass er Vierter in seiner Klasse ist. Pierre Brückner da wieder sonst wo mit der Bronzeklasse auf der 5 unterwegs. Also den kann man, glaube ich, gerne mal hochstufen, würde ich mal fast behaupten. Aber dafür, ja, relativ eng, 14, 15, 16, die Bronzeklasse, 3 Autos hintereinander. Silberklasse auch einige Fahrzeuge direkt auf der Strecke hintereinander. Und vorher natürlich tendenziell eher die Goldfahrer. So, dann gehen wir kurz zu Alex Crews rüber. Da haben wir auch ein klassenintermes Duell. Ja, möchte wieder auf seine Startposition. Mal gucken, Hassler, ob er hier verteidigen kann, verteidigen muss. Was er auf jeden Fall. Na, hier wird es noch nicht ganz reichen. Oh, geht er jetzt zu weit? Ich hoffe nicht.
Nee, sieht sehr gut aus. Trifft hier die Kurve wunderbar. Sollte erstmal safe sein für die Gerade. Aber auch er darf natürlich keinen Fehler erlauben. Dann in der Linkskurve. Daniel Pei, kurz gelbe Flagge gehabt. Gehe ich mal davon aus, dass es eine Überrundung gewesen ist. Ja, vor allem, wenn die Reifen schon ein bisschen runter sind, dann kann die Kurve mal eklig werden. Oh, jetzt ist Lücke ein bisschen auf der Innenseite. Reicht aber genau nicht, um den Honda daneben zu platzieren. Aber da, ja, normalerweise sollte er da irgendwann mal vorbeikommen, rein von der Pace her. Aber von der Pace ist eine Sache. Wirklich physisch vorbei. Ist dann wieder eine ganz, ganz andere. Ein bisschen Zeit hat er noch. Ein paar Ründchen. Mal gucken, wie lange er hier den Druck standhalten kann, der Audi. Ja, vorne kann ich euch nichts bieten. Kevin Jung auf der 3. Kommt da hinter Jeff Ebertz auch nicht hinterher. 4 Sekunden jetzt der Abstand. Stefan Mons ist da hinter nochmal 4 Sekunden auf der 4. Also da verpassen wir gerade nicht wirklich was. So, ich guck mal kurz bei Konrad, die 24. Da steht noch eine 1, aber der war in der Box. Also mach ich mal weg hier, bevor das verwirrt. Waren jetzt alle drin soweit. Ich guck mal kurz nach Strafen. Eine SG30 gab es für die 71, sehe ich gerade. Alex Cruz war das, den wir hier gerade sehen. Der hatte tatsächlich eine SG30 und trotzdem in Anführungsstrichen nur eine Position insgesamt verloren. Also da, ja, wäre es noch einen Tick weiter nach vorne gegangen. Davor haben wir nochmal eine halbe Minute Abstand. Und davor 6 nochmal 25. Also vielleicht nochmal 2, 3 Positionen, die er weiter vorne landen hätte können. Friedrich Pfaffenroth, wo will der denn hin? Schauen wir doch mal. 2. Kurve. Ja, wenn man die nicht bekommt, geht's geradeaus. Da kann er die Wand gerade noch so vermeiden. Ja, alles gut. Jetzt kann er hier hoffentlich wieder auf die Straße finden. Ja, auch hier sehen wir, gibt es noch eine andere Variante an der Stelle. Da ist auch schon ordentlich Styropor geflogen, da sehen wir es. Also jetzt geht es hier wieder auf die Strecke. Wir gehen wieder zurück auf Platz 28 auf den Honda-Piloten. Ja, Feld ist schon gut sortiert. Wir haben nur noch wenige Zweikämpfe, so 2, 3 Stück. Aber auch die letzten 8 Minuten werden spannend bleiben. Ganz vorne wird nicht mehr so viel passieren, außer natürlich Unfälle und so weiter. Aber rein von der Pace her hat sich das da alles sortiert. Dann gucken wir jetzt mal hier erstmal Überrundung, ja, über sich ergehen lassen. Und, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Alle wundern sich, was labert der denn da? Da ist doch gerade ein Audi abgeflogen. Ich habe aber gerade auf die Zeitentabelle geguckt, deswegen gucken wir mal kurz ins Replay rein. Hat sich hier wohl einen kleinen Fehler erlaubt. Da kam ein bisschen Oversteer. Und da, ja, sehen wir, ging Cruz easy dran vorbei. Es hat Kebne gelbe Flagge. Oh, 2. Kurve riecht danach, dass da was passiert ist. Ah, hier auch wieder ein kleiner Quersteher in der 3. Kurve. Kesaya inzwischen da auch vorbeigezogen auf die 8. Also hat es ja nochmal einige Positionswechsel gegeben. So, Hassler ist aber wieder unterwegs auf der 28. 16 Sekunden ist er jetzt hinter seinem, ja, ehemaligen Verfolger. Der ist jetzt hier vorbei und denke mal, da wird auch relativ Ende der Fahnenstange sein für heute. 37 Sekunden auf Position 26. Das glaube ich kaum, dass er das in 7 Minuten zufahren wird. Deswegen springen wir mal zu Daniel Arning rüber zum RL Motorsport. Ferrari mit der Nummer 13 ist da am nächsten Mittelmotor dran am Michael Haaf, nämlich Freibeuter Racing Team. Dahinter gerade der, ich glaube, 2-Platzierte dürfte das sein, Jeff Ebertz, jawohl. Der, ja, sich ein bisschen ärgern dürfte heute, dass er da so viel Zeit fliegen lassen hat. Zumindest hat er keine großen Positionen verloren, nicht viele jedenfalls. Immer noch auf dem Podium locker unterwegs. Ja, aber da hinten sehen wir den roten BMW. Der ist, ja, also ist er 4, 5 Sekunden weg. Aber ist auf jeden Fall langsamer hier als der BMW auf der 2. Was ist da passiert gerade bei Hassler? Wir gucken mal kurz rein. Da noch ein anderer bisschen off-track. Könnte Peter Buchholz gewesen sein. Auch da gucken wir vielleicht mal von oben. Gucken, Buchholz, der ist dahinter gewesen. Also Hassler müsste hier irgendwie, oh, Oversteer bekommen haben, auch ein Klassiker. Und dann wahrscheinlich auf die Strecke und da musste Buchholz leicht ausweichen. Ja, da ging er komplett weit hier. Aber alles gut gegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Guck mal hier, da ist er, der blaue BMW auf der 22. Das hätte auch schief gehen können, aber ist es zum Glück nicht. So, Moldenhauer mit Konradi am Angel. Konradi hat ja auch ganz am Anfang, ja, einen Unfall. Fast eine Minute Standzeit hatte er. Trotzdem gut nach vorne gekommen insgesamt. Also so gesehen gar nicht so schlecht das Rennen. Hätte sie wahrscheinlich noch mehr erhofft. Jetzt ist er nochmal dran hier an Moldenhauer. Vielleicht geht es ja nochmal auf die 23. Dann hätte er da 10 Positionen gewonnen. Und Arne geht gerade an Haar vorbei. Außenrum, letzte Kurve. Gucken wir nochmal kurz den Tathergang an. Lambo sehr weit in. Weiß nicht, ob er da vielleicht auch mehr oder weniger vorbeigelassen hat. Aber da außenrum, ja, auch jetzt nicht alltägliches Überholmanöver hier.
aber wird Daniel Arning nicht stören. Geht da jetzt vorbei auf die 20, da mache ich Michael Hab auf der 21. Ah, ne, gehen wir doch zu Konradi wieder rüber. Fahren da mal ein paar Meter mit beim BMW. So, schöne Linkskurve. Wenn man sie trifft, macht sie sehr, sehr viel Spaß. Sehr schnell, sehr griffig. Dann kann man hier richtig das Auto auf die Gerade rausschmeißen. Aber auch Rene Woltenhauer hier im Aston Martin vor uns kriegt das sehr gut hin. Aufpassen mit dem Körper. Man hat schon ein, zwei Mal gesehen, dass der mitgenommen wurde. Und dann ging es da rechts raus. Die Wand wurde aber meistens doch vermieden. Das ist die gute Nachricht. Aber klar, so viel, viel Zeit verloren. So, ich guck mal kurz, wo ist Lukas Bergold. Der ist auf der 7. Position. Immer noch zwei Autos zwischen ihm und Stefan Mons. Da wird es, wie gesagt, ein paar Punkte Abstriche geben. Kann er sich, denke ich, aber leisten. So, Alex Cruz hier ein bisschen off-track. Daniel Pei auch gelbe Flagge. Gucken wir, ob das zusammenhängt. Wo ist Daniel Pei? Nee, hängt nicht zusammen. Ja, hier auch wieder der Curb. Daniel Pei hier in der Linkskurve, in der dritten Kurve. Zu weit rausgekommen. Uiuiuiui, da geht's in die Wand rein. Und da holt er sich nochmal Schaden. Also Daniel heute wirklich mit einem katastrophalen Rennen, muss man leider sagen. Von vorne bis hinten hat da nichts funktioniert. Der ist auch super, super froh wahrscheinlich, wenn das Rennen gleich vorbei ist. Moin Blue Eyes, moin. So, Buchholz nochmal mit der gelben Flagge. Eben konnte er da noch ausweichen, dem anderen BMW. Und jetzt hat er hier eine gelbe Flagge. Moldenhauer, Konradi profitieren nochmal. Gehen nochmal jeweils vorbei auf die 22, 23. Schauen wir mal, ob er hier einfach das Auto verloren hat wahrscheinlich. Da zu schnell reinlaufen lassen, da kommt ihm das Heck. Und da geht's auf die Strecke. Uiuiui. Gerade so vorbei noch der BMW. Aston Martin aber gut aufgepasst. Setzt hier erstmal zurück, dass das nicht zu irgendwelchen Kollisionen kommt. Also auch gegen Ende des Rennens haben wir immer noch wieder ein paar kleine Fahrfehler gesehen jetzt. Ist aber auch eine Kackstrecke. Auch ich finde sie eigentlich ganz gut. Eine einfache. Und wir sehen auch, Fehler werden hier sofort bestraft. Aber ist ja auf den meisten englischen Strecken so, abgesehen von Silverstone vielleicht. Ja, auch ganz vorne ist ein Fehler passiert, haben wir gesehen bei Jeff Ewerts, der den Curb zu viel mitgenommen hat hier in der zweiten Kurve. Dritte Kurve war das, glaube ich, genau hier nach der Geraden war das. Und dann, ja, leider Zeit verloren hat, eine Position wieder verloren hat. Daher Daniel Andersson da vorne sehr souverän auf der ersten Position unterwegs. So, ich glaube, Pfaffenroth hat auch abgestellt. Kleine Kalmer und Hofmann, ja, stehen hier schon seit Ewigkeiten in der Box. Also, da wird nicht mehr viel gehen heute. So, wir gehen mal auf den Führenden zur Abwechslung. Daniel, weiß gar nicht, wie man ausspricht. Daniel Andersson hier auf der 1. Ja, aber nicht mit der schnellsten Runde, tatsächlich. Aber zwei Minuten noch, das heißt, ja, zwei Runden sind jetzt noch zu fahren. Diese hier und die nächste noch. Und dann holt er sich hier, ja, tatsächlich den zweiten Sieg in dieser Season. Ist ja der dritte Pilot. Ja, gibt ja nur drei diese Season, die bis jetzt gewonnen haben. Bergold Mons, 4 und 7 gerade. Und dann Daniel Andersson, hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Im fünften Rennen auf dem Mugaboring hat er sich P1 holen können. Und heute, ja, könnte das zweite Podium in Folge kommen. Denn Indianapolis, letztes Rennen, ist er P3 geworden. Also, die letzten Rennen liefen wieder sehr gut. Davor Barcelona auf der 6. Position beendet das Rennen. Auch erstes Rennen ist er P3 geworden. Danach drei Rennen, wo er 0 Punkte geholt hat. Also, da hat er einen kleinen Hänger gehabt. Aber jetzt hier zeigt er, dass er auf jeden Fall vorne mitfahren kann. Na, sehr, sehr ärgerlich. Wären die drei Rennen da nicht mit 0 Punkten gewesen, weil er nicht zu Ende gefahren ist, beziehungsweise nicht gestartet ist, dann hätten wir vielleicht noch ein Auto mehr, was da ganz vorne in der Gesamtwertung nochmal, ja, sich einmischen könnte. So, Detlef Kep mischt sich auch nochmal ein, nämlich beim Gesaya hier, dem Honda. Der macht da nämlich gut Druck. Da haben wir noch was. Götz Guerra, Lexus Audi immer noch im Zweikampf. Götz kann sich da weiterhin halten vor dem Helder Guerra. So, Führende müsste schon in der letzten Runde sein. Ja, komm, sag ich's. Guck mal kurz beim Lexus rein. Lexus haben wir auch noch gar nicht gefahren heute. Uiuiui, da musste aber Guerra leicht ausweichen. Leichter Querstell auch beim Ausbeschleunigen. Ah, Lexus klingt immer noch gut, muss man sagen. Auch wenn nicht mehr so oft gefahren oder nicht mehr so oft gefahren wird. Oh, sehr
Wir Kurt mitgenommen. Der ist sehr aggressiv, muss man sagen. Muss man vorsichtig sein. Wir haben es auch gesehen, wie das Auto da unruhig ist. So eine Runde muss er jetzt noch durchhalten. Dann hat er sich hier Position 11 geholt. Also nicht ganz in die Top 10, aber von der 14 gestartet. Hier in Richtung Top 10 gefahren. Detlef Geb jetzt gerade auch in der letzten Runde. Jagt hier noch Chris Hayer. Da ging es gut nach vorne. Wir gucken nochmal in die Position Deltas rein. Hier zum Abschluss. Da sehen wir, ganz vorne hat sich am Ende dann doch nichts getan. Mons hier gut nach vorne gekommen. Moritz gut nach vorne gekommen. Ja, Kiffer Anwander leider aus der Führungsgruppe nach hinten gefallen. Auf die 17, auf die 18. Sehr, sehr schade. Oh, Falken Moritz lobe ich hier gerade noch und dann macht er hier womöglich einen Fehler. Ja, das ist nämlich kein Auto weit und breit. Lukas Bergold gewinnt noch eine Position. Also doch nochmal ein paar Pünktchen jetzt wieder gut machen können Richtung Stefan Mons. Wir gucken mal auch hier wahrscheinlich wieder der Incurb. Nee, nicht mal. Einfach zu schnell reinlaufen lassen und dann rechts auf dem Gras weggerutscht. Ganz, ganz, ganz blöd. Jetzt in der letzten Runde Falken Moritz nochmal einen Unfall gehabt. Da stehst du natürlich auch noch ganz blöd, mitten auf der Ideallinie. Und jetzt haben wir natürlich den Zieleinfahrt fast verpasst hier. Daniel Andersen gewinnt also das 8. Rennen. Ovisim Racing hier auf dem Olten Park. Jeff Ewerts leider mit einem kleinen Fehler. Hat aber gut Druck machen können vorhin auf den Führenden, beziehungsweise ja, einen schönen Zweikampf gehabt, geht aber trotzdem hier mit einem guten zweiten Platz ins Ziel rein. Kevin Jung auch der dritten Position, auch hier gut Punkte mitgenommen für die Silberklasse. Und Detlef Kiep ist nochmal leicht off-track gewesen. Nick Kleefeld geht noch vorbei, hier auf den letzten Metern. Der war Stefan Mons ins Ziel gekommen. Pierre Brückner gewinnt die, ja, die Bronzeklasse sozusagen. Also wird da seine Gesamtwertung, sei schon seine Führung in der Bronzeklasse, weiterhin behaupten können. Sehr, sehr stark hier. Lukas Bergold hier heute mit einem, ja, etwas schwächeren Rennen, sage ich mal. Position 3 leider weggeschmissen, aber Position 6 am Ende ist es doch nochmal geworden. Und ja, hat nur ein paar Punkte jetzt auch Stefan Mons verloren. Wird er, wie gesagt, denke ich mal, verkraften können. Schauen wir dann beim nächsten Mal, wenn es dann ausgerechnet ist, wie das Ganze sich darstellen wird. Aber ich glaube, der müsste vorne bleiben. Er hat, was sind das, 16 Punkte Vorsprung. Ja, das sollte reichen erstmal. So, Elder Guerra kommt nicht mehr am Lexus vorbei. Nochmal ganz, ganz knappes Finish hier. Jan Butt, der M6 auf der 13. Nochmal gut nach vorne gekommen. Wolfgang Busch im Honda auf der 14. Und dann fehlen nur noch so ein paar Autos, Daniel Pein noch, und dann sind sie, glaube ich, alle soweit durch. Jawohl, also hier leider, ja, kein sehr gutes Rennen für Daniel Pein, auch wenn er zwei Positionen nach vorne gekommen ist, da wäre noch mehr gegangen. Eine DT hat er sich eingehandelt, dann sehr, sehr langer Boxstopp durch einen Unfall. Also der ist auch sehr froh, dass er hier heute, ja, das Rennen beenden konnte. Daniel Andersen sehen wir hier gerade, machen wir die Kamera rein. Hallo, und wir gehen nochmal zurück ins Studio. Nur mal kurz hier klicken. Jawohl. Und dann haben wir es auch schon geschafft hier. Mal ein bisschen heller machen. So, sieht man mich auch mal halbwegs. Puh, ja, was für ein Rennen. Start, ja, lief halbwegs gut. Dann hatten wir jetzt, weiß gar nicht, zweite, dritte, vierte Runde, einen etwas größeren Unfall in der Haarnadelkurve. Da hat es einige getroffen. Da waren wirklich noch ein paar Leute in der Box, standen da teilweise 1,5 Minuten. Also da war es leider schon, ja, ziemlich früh vorbei. Vorne hat man eine schöne Gruppe im ersten Stint, im zweiten dann, ja, haben wir gesehen, haben sich ein, zwei Autos leider verabschiedet. Da Bergold unter anderem auch, der heute, ja, nur auf Platz 6 nach Hause gefahren ist. Also wird nichts mit 10 Rennen, 10 mal Podium. Aber trotzdem sehr, sehr gute Chancen weiterhin, die Meisterschaft zu holen. Ja, wir sind in zwei Wochen dann auf Paul Ricard unterwegs. Das ist dann, ja, so mehr oder weniger das Gegenteil von hier. Eine sehr breite, sehr schnelle Strecke mit einer sehr, sehr langen Geraden im Mittelfeld oder im mittleren Sektor. Also da, ja, sind wir gespannt, was wir da sehen werden. Jetzt gucke ich nochmal, wo ich euch inraiden könnte. Wie lange wird hier noch gefahren? Ach ja, hier wird noch gefahren. Dann schubse ich euch rüber zur Pro Series, würde ich sagen. Da ist ja 90 Minuten heute, deswegen können wir da noch eine halbe Stunde reinschauen. Also wenn ihr noch ein bisschen Action sehen wollt hier auf Kota, sind sie nämlich unterwegs. Kommt gerne noch mit rüber. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für die Raids. TV-Panel, TurboSocker hat geradet. Habe ich noch einen verpasst? Nee, das war's. Danke auch für die Follows natürlich, fürs Zuschauen. Wann bin ich wieder online? Sonntag vielleicht, mal gucken, LFM Endu. Ansonsten nächsten Montag sind wir auch wieder am Start. Heute ist Donnerstag, ja. Dann morgen wird es keinen Stream geben, auf jeden Fall. Dienstag fahre ich wieder selber GT4. Also da könnt ihr auch gerne dann einschalten. Wir gehen rüber zu LFM, noch ein bisschen Pro Series gucken. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann die Tage. Bis dann. Ciao, ciao.